Hallo, hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Irgendwann in der Urzeit muss irgendwo mal irgendwer zum ersten Mal auf die Idee gekommen sein, dass unsichtbare Geisterwesen die Welt beherrschen und dass man sie auf Knien rutschend anbetteln sollte, damit sie nicht sauer werden. Und das, wenn der Nachbar diese Ideen nicht teilt, man ihm am besten totschlägt. Das war dann der Moment, an dem Religion entstanden ist. Im Laufe der Jahre haben wir bei MGen uns immer wieder verrätselt gefragt, wie und warum das passieren konnte und warum damals niemand etwas dagegen unternommen hat. Jetzt haben wir den Salat und alte Männer mit goldenen Hüten versuchen uns detailliert vorzuschreiben, wie wir zu sein, zu leben und zu sterben hätten. Und wenn wir uns nicht dran halten, so finden einige immer noch, dann sollte man uns am besten totschlagen. Naja, zumindest in denjenigen Weltengegenden, wo sie damit noch durchkommen. Ausgehend von der Idee der schamweisenden Urmutter bespricht Martina mit uns mögliche biologische Gründe für die Entstehung von Religionen nach Ina Wun und die Thesen von Pascal Boyer. Dazu erzählt Oliver von seinem Ausflug in die Urzeit, die Höhle von Lascaux in Südfrankreich und die vorreligiösen Motive in der Höhlenmalerei dort. Hier also MGen Überblicksfolge 07, die Urmutter-Trilogie. Ja, im nächsten Punkt beschäftigen wir uns ein wenig mit der Religionsentstehung oder mit einer Theorie zur Religionsentstehung, weil das etwas ist, was mich persönlich auch sehr interessiert. So, warum gibt es das überhaupt? Stimmt, das ist, also es ist ja wirklich ein, ja, warum? Und warum gibt es das nicht nur in einer Kultur? Warum gibt es das überall auf der Welt? Warum müssen wir uns überhaupt damit beschäftigen und wie werden wir es dann auch wieder los? Ne? Weil wenn man danach fragt, so wo kommt das eigentlich her? Ne? Wir haben ja eben ja gehört bei Philipp Müller so, es sind doch hier irgendwie, es sind zwei Äpfel. Ne? Warum sagst du, es ist einer? So kommt es einem ja manchmal vor. Mhm. Aber es beschäftigen sich so viele Leute damit, es glauben so viele Leute und auch in die unterschiedlichsten. Und es ist ja irgendwie auch nicht so richtig tot zu kriegen bisher. Wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran, aber man muss ja schon sagen, dass es ja noch eine etwas sehr Präsentes ist. Also allerdings. Interessant, allerdings. Wo kommt das her? Weil was man, glaube ich, sagen kann, Tiere haben das irgendwie nicht. Ne? Also auch wenn man sie nicht befragen kann. Aber man kann jetzt nicht beobachten, dass die irgendwie etwas, ein Verhalten pflegen, das man als Religion oder Gläubigkeit da deuten könnte. Stimmt. Also irgendwas ist bei Menschen anders. Stimmt, bei den Tieren könnte man beobachten, wenn die eine Religion hätten, dass die irgendwelche komischen Riten abhalten, sich im Kreis hinstellen. Ja, das machen sie natürlich, wenn sie balzen oder so, aber ja, ich glaube, dass das doch was ist, was uns doch irgendwie unterscheidet. Also irgendwie gibt es diese Religion und es gibt Theorien dazu, warum Menschen überhaupt religiös sind. Ja. So, und mit einer würde ich euch gerne jetzt hier etwas vertrauter machen, und zwar der Theorie von der Ina Wun. Da gibt es halt ein Buch, das sie zusammen mit dem Patrick Urban und Konstantin Klein geschrieben hat. Das heißt Göttergene Genesis, die Biologie der Religionsentstehung. Und sie schaut sich halt an, wie Menschen früher gelebt haben, also wirklich so auch ganz früher, ne, vor Tausenden von Jahren, wie man da entsprechend, was man da aus Höhlenmalereien oder aus irgendwelchen Ausgrabungen, die man gefunden hat, halt schließen kann, wie die Häuser aussahen, was es da für Figürchen gab. Ne? Ja, cool. Hieraus halt zu interpretieren, an welcher Stelle kann man sehen, das ist vielleicht was Religiöses, was ist was Vorreligiöses, woraus hat sich vielleicht so eine Religion entwickelt. Ne? Wo man erstmal überhaupt auch ja definieren muss, was macht eine Religion aus. Du hast ja eine Sache schon gesagt, ein Ritus oder ein Ritual. Ah ja, aha. Eine gewisse Weltanschauung und ein Glaube an etwas. Und auch so ein Mystizismus, also was nicht so die materielle Welt betrifft, sondern eben das, eben was nicht materielles. Ja. So, also was ist eigentlich, was macht diese Religion aus? Wie würde man eine religiöse Praxis erkennen, wenn man sie sieht? Ist schon mal so ein Punkt. Aber da greifen wir ja etwas vor. Also, sie hat eine Theorie dazu und beginnt erstmal mit nochmal so aufzuzählen, was es überhaupt für Erklärungsansätze gibt dafür, dass es Religionen gibt. Mhm. Habt ihr da irgendwie eine Idee oder schon mal? Also ich habe mal, du gehört? Hast mal in einer früheren Folge gesagt, dass es so die Vermutung gibt, dass es was damit zu tun hat,
dass die Leute sesshaft geworden sind und irgendwie anderen Leuten gegenüber begründen mussten, dass das jetzt ihr Land ist und nicht dein Land. Und dann haben sie angefangen mit Leuten zu argumentieren, die schon tot sind. Ja. Familienmitglieder, die schon tot sind. Mhm, genau, das ist so ein Punkt von ihr. Aber sind es nicht mehr deine Ahnen, sondern die Ahnen von allen. Und damit hast du es dann. Mhm. Also das ist etwas, was sie eben, da kommen wir noch drauf zurück, was es hier gibt. Aber es gibt ja auch noch andere, so andere Erklärungsansätze. Also, oder wie erklärt ihr euch das, dass es das gibt? Ja, ein anderer Ansatz ist ja auch, dass du das vielleicht gar nicht angefangen hat mit der Religion, sondern es hat angefangen mit den Priestern. Und die halt gerne ein schönes, goldenes, glänzendes Haus auf einem Sockel haben wollten und gesagt haben, Guys, ihr müsst mir Zeug geben, damit der große Wuhu glücklich wird. Und wenn viele von denen sind dann verprügelt worden und im Straßengraben liegen gelassen, aber ein paar, da hat das Gewitter halt genau zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt oder die Missernte kam dann, wenn sie vorhergesehen war, wenn sie vorausgesagt haben. Und die haben dann halt Glück gehabt und dann hat man denen vielleicht mal lieber ein Haus auf dem Sockel gebaut. Und in dem Moment, in dem das Haus auf dem Sockel erstmal da steht, kann der Mann mit dem goldenen Hut sich umdrehen, da drauf zeigen und sagen, die Götter meinen es gut mit mir, gib mir noch mehr. Das ist ja interessant. Das heißt, der erste Urgrund dieser Theorie nach wäre, die Religion ist entstanden, weil einige Leute sich auf Kosten anderer bereichern wollen und dabei geschickt vorgegangen sind. Das ist ein Con-Job. Ja. Also interessant ist ja, dass eben jetzt, also zumindest eben nach den Autoren hier dieses Werkes, dass man an unterschiedlichen Stellen der Welt, wo man auch davon ausgehen kann, dass zu dem damaligen Zeitpunkt kein großer Austausch stattgefunden hat, ähnliche religiöse Praktiken gefunden hat. Das heißt also, wenn das so erfunden worden wäre, würde sich wieder die Frage ergeben, aha, also sind Menschen scheinbar so aufgestellt, dass sie eben entsprechend solche Betrügereien dann eben machen und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass dann das in allen möglichen Kulturen so eingetreten ist. Ja, ich glaube, die Mechanismen, die grundlegenden Mechanismen sind halt biologisch in den Menschen, oder? Das ist okay, und in dem Fall wäre das Machtstreben. Und dann benutzt. Nee, aber es ist ja zum Beispiel auch, dass man, wenn man unsicher ist, auf Autoritäten hören möchte. Das alte Beispiel, ne, dass wenn es im Gebüsch raschelt, dass man dann lieber einen Agenten am Werk sieht, obwohl da vielleicht gar nichts ist und aufsteht und wegrennt, als dass man sagt, ach, das raschelt halt, lass es doch rascheln und dann wird man halt vom Tiger gefressen. Mhm. Das ist halt ein Evolutionsvorteil, da überall Agenten am Werk zu sehen. Ich glaube, dass das diese Anlage in Säugetieren und in Menschen es religiösen Mustern einfacher macht, Fuß zu fassen. Ja, also irgendwie muss es so eine Veranlagung vielleicht geben. Genau. Es gibt da unterschiedliche Theorien zu. Mhm. Die Aufklärung hat ja gesagt, der Mensch will sich alles erklären. Er kann sich aber vieles nicht erklären. Das heißt, das kam irgendwie daraus, dass man eben eigentlich schon wissenschaftlich gedacht hat. Also so, es raschelt im Gebüsch. Was kann es sein? Ich denke mir irgendwas aus. Es war kein Tiger, also muss es halt irgendwie irgendeine andere Sagengestalt gewesen sein. Je mehr man aber weiß, desto weniger wird dann auch der Glaube, weil dann kann man sich das ja alles erklären. Genau. So, Gedankengut der Aufklärung. Grob gesagt. Ja, das ist halt auch die Analyse, dass es ein teleologisches Denken gibt. Also das ist so die Erklärung tatsächlich der Aufklärung, ne, die sich das so vorstellen. Ja, also je mehr Intellekt du hast, desto weniger neigst du dazu zu glauben, weil du im Grunde da nur deine Lücken füllst. Die Aufklärung wusste ja nicht, dass es eine Evolution gibt. Ja, das kommt ja alles dann noch dazu. Ja, es geht gut, ja erstmal darum, so wie, ne, was gibt es da so? Dann gibt es ja noch eine Theorie, zum Beispiel, dass das so ein Nebeneffekt ist, ne? Also irgendein Fehler im Gehirn, der eben dabei hilft bei bestimmten Dingen. Das hast du eben auch so angesprochen. Mhm. Ne? Oder es gibt auch eine Theorie, jetzt muss ich mal gerade gucken, von wem, die sagen, dem Gehirn ist einfach langweilig. Das Gehirn ist total unausgelastet und deswegen entwickelt das halt solche Wahnvorstellungen, okay, sozusagen. Das ist ja irre. Ja, es gibt da eine ganze Reihe von unterschiedlichen Theorien. Was bin ich besetzt? Oder auch, ich sag mal gerade, von wem die ist, von Brain Pain heißt das Buch, Tiger und McGuire heißen die. Die sagen halt, das Gehirn ist nicht ausgelastet. Wow. Ja. Dann gibt's ja noch die Neurotheologie, die eben untersucht, welche Gehirnareale werden da angesprochen. Mhm. Ne? Mhm. Und man sieht eben, dass da bestimmte Areale dann eben stimuliert werden, die mit religiösem Verhalten in Verbindung stehen. Wenn man da irgendeinen Schaden am Gehirn hat, kann es auch sein, dass jemand plötzlich sehr religiös wird. Also es scheint irgendwie so einen Bereich im Gehirn zu geben, der auch damit korrespondiert. Aha. So, nur mal so als so klein, das können wir uns ja alles irgendwie nochmal angucken. Es gibt unterschiedliche Theorien.
die da auch nebeneinander stehen, warum das halt so ist. Aber es hat natürlich irgendwas in der Biologie des Menschen zu tun, weil sonst wäre das ja nicht in so vielen Leuten so angelegt. So, jetzt zurück zu Ina Wund und ihren Kollegen, die eben damit beginnen, sich anzugucken, wann gab es so die ersten, bei den ersten Ausgraben, wo gab es da eben irgendwelche Objekte, die jetzt nicht direkt mit dem täglichen materiellen Leben zu tun hatten. Und das erste ist tatsächlich, das habt ihr eben schon gesagt, dass man halt Totenkopfdeponierungen hatte an irgendwelchen wahrscheinlich Grenzen von Revieren, in denen man sich aufgehalten hat. So, man hat, also das war ein Symbol dafür, dass man eben dass die Vorfahren schon dieses Revier hier besetzt haben. Das war aber noch bevor die Leute sesshaft wurden. Das könnte auch heißen, komm hier nicht hin oder du siehst, was dir passiert. Das würde ich challengen. Ja, okay. Also auf jeden Fall ist es eine Reviermarkierung. Mhm. Diese Totenschädeldeponierungen, die gibt es noch sehr, sehr lange. Also die werden auch, die Totenschädel haben immer eine besondere Bedeutung, werden auch zu Hause entsprechend dann später aufgestellt und so. Aber das ist so, aus welchen Gründen dann auch immer. Sie sagt halt, es hat was damit zu tun, ne? Das ist hier unser Land und zwar, weil unsere Vorurahnen hier schon waren. Das ist ja auch jetzt ein Gefahrsymbol, der Totenkopf. Ne? Das ja, hat genau. sich ja so weitergeführt, so geh hier nicht weiter, weil sonst kriegst du einen auf die Mütze, klar. Ne? Mhm. So, das ja, war dann sonst der Grund. Liegt hier bald noch einer. Genau. Und ein zweites Symbol, was sich dann ziemlich schnell findet, ist das eben der das Schamweisende. Also das heißt, man schafft ein Symbol, wo das Geschlechtsteil halt sehr vergrößert dargestellt wird. Das ist etwas, was man halt auch in irgendwelchen Kulturen sieht, dass das mit der Kleidung gemacht wird. Ne? Die haben dann so riesige falsche Penisse, die sie so präsentieren, wenn ein Feind kommt. Nun, hier sieht man eben Zeichnungen, die, wo entweder Männer oder aber auch viele Frauen halt ihre Brüste zeigen oder ihre Scham. Und die zeigen die oder ist das nur auf den Zeichnungen so dargestellt? Ja, es ist auf den Zeichnungen so dargestellt. Man weiß ja nicht, ob die das jetzt auch so gemacht haben. Ja. Es gibt aber Kulturen, in denen das jetzt noch so gemacht wird, dass man eben das künstlich vergrößert. Ist ja jetzt auch nicht so total abwegig, ne? Man sieht aber bei vielen Höhlenmalereien, dass das eben entsprechend so dargestellt wird. Es gibt da auch diese ganzen Frauenfiguren da, die Venus von Wittenbach. Ja, genau. Ne, diese ganzen Frauenfiguren, die einerseits ja für eine Fruchtbarkeit dann entsprechend stehen können, aber auf der anderen Seite sieht man eben so im Verlauf der Zeit, dass eben das Geschlechtsteil da auch sehr stark immer präsentiert wird. Zur Abschreckung. Zur Abschreckung, das ist ja echt. Also zur Abschreckung. Also die haben da nicht irgendwie eine Art vorsteinzeitlichen Porno gemacht, sondern das soll die Leute abschrecken. Also eine Riesenpenis oder den man sich dann irgendwie davor hängt oder bei den Mädels, die Scham weisen, ja, das schreckt ab. Ja, die weisen die Scham und man sieht halt im Verlauf, also es gibt natürlich auch pornografische Darstellungen, da sind aber oft mehrere Personen dann drauf, ne? Nicht nur jetzt eine Person. Okay. Und man sieht im Zeitverlauf, dass aus diesen ursprünglichen Figürchen eben auch Symbole entstanden sind, so ähnlich wie mit dem Totenkopf, die dann auch wieder zur Reviermarkierung oder zur Abwehr halt gedient haben. Ja, man sieht das so im Zeitverlauf. Das heißt, sie haben so Zeichnungen gemacht und Figürchen gebastelt, die riesige Vulvas oder Penisse dargestellt haben und damit haben die dann ihre Revier markiert. Ja, Figürchen, wo das halt sehr stark im Vordergrund stand. Ja. Ne, und das hat dann den anderen gezeigt, hier, da war schon jemand anders und. Ja, oder in der Höhle, ne? Wir sind hier irgendwie, das ist unsere Höhle, ne? Wir sind ein wehrhaftes Volk. So. Aus diesem Figürchen, das eben die Scham weist und zur Abschreckung dient. Man sieht halt dann wirklich im Zeitverlauf, dass das zu so einer Schutzgöttin wird. Ne? Diese Frau, die halt dann entsprechend da erstmal aufgemalt wird in der Höhle, um abzuschrecken. Ne? Die findet man nachher wieder, und man kann wirklich genau, wenn man das jetzt, ich kann euch dann ja auch mal diese Bilder zeigen, man sieht halt aus dieser, wie die da schon aussieht und welche Eigenschaften die hat, sieht man im Zeitverlauf, wie da ein Symbol daraus wird, und man sieht dann auch, dass das
man hat eine Verbindung dazu zu alten Göttern. Es geht erstmal darum, überhaupt, dass der Mensch eine Symbolik entwickelt. Mhm. Und zum Beispiel die Brust war ein Symbol für Wohlstand, für Glück, für Zufriedenheit, für Trost. So, deswegen haben die ganz viel die Brüste hingemacht. Ja, total verständlich. Und das mit der Scham ist halt vielleicht für uns so ein bisschen schwieriger, aber ich meine, das mit dem Penisvergleich, Penis, das sind halt Autos jetzt. Also es ist ja jetzt nicht total aus der Luft gegriffen. Ja, doch, doch, doch. Das macht perfekt. Das muss man auch gar nicht verstehen, weil das ja schon 80.000 Jahre her ist. Nee, noch länger. Das ist noch viel länger. Das ist noch viel älter. Noch länger. Das ist sogar, da sind wir bei den Neandertalern, die das auch schon hatten. Also richtig weit weg. Und da finde ich, wird es dann verständlich. Ein paar Generationen malen das vorne auf die Höhle oder in die Höhle. Ja, genau, das ist der Punkt. Generationen weiter weiß es nicht mehr. Genau, das ist der Punkt. Das war schon immer da. Und Und entwickelt das weiter. Vielleicht hängt das daran, dass es da gemalt ist. Ja, genau, daraus entwickelt sich das. Und genauso mit dem Totenkopf, so wer, unser Vater war schon da. Genau. Dann haben die halt diesen Totenschädel, dann fangen die an, den zu manipulieren, da was reinzuritzen, den bei sich aufzustellen und dann so, man bittet den ja nochmal und er ist dann auch da. Und es geht wirklich bis zu so Ausgrabungen, bis zu Ausgrabungen in einem bestimmten Ort in der Türkei, wo du wirklich siehst, die haben ihre Häuser so, man dachte früher, das sind Tempel oder heilige Stätten, aber es waren normale Wohnhäuser, wo die Toten unter der Küche vergraben haben. Ja, in der Tusche. Ne, und oben sind halt die Geier, die dann erstmal die Toten dann entbeint, also ne, das Fleisch dann gegessen haben und so. Also es gab die Unterwelt, ne, oben die Welt. Und plötzlich war die Unterwelt und es gab das Leben. Eigene Keller. Ja, genau. Ja, nicht plötzlich, und, sondern eher erst umgekehrt. War die Unterwelt, genau, der eigene Keller. Genau. Und nachher wurde die symbolisiert. Ja, genau. Symbolisiert. Und so ist das, so kann man das wirklich nachvollziehen, dass aus so einem Revierverhalten und eben der Fähigkeit, mit Symbolen zu arbeiten, gibt es halt wirklich diese nachvollziehbare Entwicklung. Und beim nächsten Mal schauen wir uns das nochmal genauer an, würde ich vorschlagen. Cool, also der allererste Schritt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eine Religion entsteht, ist, dass der Mensch in der Lage ist, Symbole überhaupt zu machen. Dass er eine Zeichnung oder einen Gegenstand nicht mehr als nur den Gegenstand sieht, sondern ein Symbol daraus macht. Mhm. Und dadurch wird es möglich, Bedeutungen damit zu verknüpfen, die der Gegenstand eigentlich nicht hat. Ja. Und worauf sind sie gekommen? Nackte Weiber. Ja. Und Totenköpfe. Und Toten. Oder, anders gesagt, die schamweisende Urmutter. Wir hatten uns in dieser, ich glaube, vorletzten Folge vor allem mit den Sachen von Ina Wunn beschäftigt und der schamweisenden Urmutter. Genau. Da wollen wir heute dran anknüpfen, Martina. Genau, das wollten wir ja nochmal etwas genauer betrachten, was denn jetzt die Theorie von der Ina Wunn ist. Wir haben aber gleich auch schon tolle Reaktionen bekommen von unseren Hörern. Da werden wir auch drauf eingehen. Es gibt ja so eine ganze Reihe von unterschiedlichen Theorien, wo das herkommt, wofür das gut ist. Und wie gesagt, von der Ina Wunn, das ist natürlich nur eine Sichtweise. Genau. Mhm. So, die wollten wir uns ja nochmal genauer angucken. Also der Kern ihrer Theorie und der ihrer Mitschreiber ist tatsächlich, dass sie sagt, die Religion evolviert im Laufe der Zeit. Also die verändert sich genauso wie die Gene halt, ne? Also wie sich jetzt Menschen weiterentwickeln über genetische Mutationen. Mhm. So entwickelt sich die Religion auch weiter, aber nicht genetisch, sondern als Kulturpraxis, ne, also die immer weitergegeben wird, ne, von Generation zu Generation. Und die wird dann immer angepasst. Also ihre Theorie ist halt, oder ein Bestandteil ihrer Theorie ist halt auch, deswegen glaubt sie, dass Religion nicht verschwinden wird, sondern die wird sich immer adaptieren und anpassen. Da kann man, ist streitbar, ne, das ist das, was sie halt glaubt, weil die immer genau dazu dient, natürlich mit so einem gewissen, mit einer gewissen Verzögerung, was man gerade braucht. Mhm. Dazu passt auch der Einwurf von, ich glaube, das war Sky Daddy, der geschrieben hat, es geht um, seiner Meinung nach geht es bei Religion auch sehr viel um Hygiene und um Sauberkeit, um zum Beispiel irgendwelche Seuchen zu verhindern. Ja, so ganz pragmatische, alltägliche Nutzen. Genau, ne? Die ja immer auch in der Religion zu finden sind. Mhm. Das würde dann wiederum tatsächlich auch zu der Theorie von der Ina Wunn passen. Wenn sie sagt, ja, zu bestimmten Zeitpunkten hat halt Religion diese Funktion erfüllt, nämlich gewisse Regeln zu definieren, die eben dazu nützlich waren, dass sich Seuchen nicht verbreiten. Also diese Annahme, dass das eben ein praktischer Nutzen mal von Religion war, widerspricht da gar nicht ihrer Theorie. So, was ist denn jetzt das, also interessant finde ich an ihrer Theorie ist eben auch der Punkt, wann ist das Ganze entstanden? Bei uns interessiert ja auch, und wann
gibt es das nicht mehr und wie werden wir das wieder los? Bitte. Ja, bitte. Also die, wenn das eine Sache ist, die evolviert, wie die Gene, könnte man sich ja auch vorstellen, gewisse Tierarten sind ausgestorben, weil die keinen evolutionären Vorteil mehr hatten. Könnte ja auch der Religion dann passieren. Ja, das könnte bestimmt auch passieren, wenn man sie halt nicht mehr braucht. Aber dafür ist es halt interessant, mal zu schauen, wo da der Ansatzpunkt ist, wo das eigentlich herkommt. Ja, klar. So, also, ein Ausgangspunkt war ja auch, dass alle Kulturen erstmal Religion kennen. Also das scheint irgendwas zu sein, was halt so bei Menschen universell aufpoppt. Also es gibt keine Kultur, wo es nicht solche Ansatzpunkte gibt. Der Religion, ein Leser hat ja auch geschrieben, der, wie heißt er? Markus, ne? Genau. Ja, der die E-Mail geschrieben hat. Sagt, es gibt ja auch eine Theorie, dass man so einen inneren Dialog führt mit sich, dadurch, dass man Bewusstsein hat und das halt der Zeitpunkt gewesen ist, wo dann jemand dachte, oh, da spricht jemand mit mir. Ich kann es ja nicht selber sein, es muss irgendein Gott sein, der mich anspricht und man erst dann später verstanden hat, dass man das selber ist. Ah, ja. Also gibt es halt so die, ne? Es gibt die interessantesten Theorien, die Ina Wun sagt, dass die ersten, die ersten Vorläufer von Religionen eben schon im Proto-Neolithikum, das ist 11.500 bis 9.500 vor Christus, zu finden sind. Oh. Und dass es sich dabei, das hatten wir beim letzten Mal auch schon, Handlungen handelt, die erstmal in Zusammenhang stehen mit Territorialität. Also ich will mein Territorium markieren. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass das gemacht wurde durch Schädeldeponierung. Also ich habe meine toten Ahnen, den mache ich irgendwie den Schädel ab. Ne? Das kann man ja nachvollziehen und auch sehen, dass die Leichen eben oder die Knochenfunde eben keine Schädel mehr aufweisen. Mhm. Und die deponiere ich dann an bestimmten Stellen. Ja, ja. Und das andere ist eben so ein Schutzmechanismus. Ich will eben die anderen abschrecken. Und da kommt auch die schamweisende Urmutter ins Spiel. Das wurde nämlich durch, oder wird heute noch in manchen Kulturen, durch das Präsentieren von Genitalien eben gemacht. Und früher in diesen Zeiten, das ging noch relativ lange, nämlich... Aber warte mal, nicht die lebenden Menschen haben ihre Genitalien präsentiert, um andere abzuschrecken, sondern die haben Figuren gemacht, die das... Ja, oder, ja, es gibt beides. Aber auch es, beides. Ah, ja. Also man, es gibt jetzt noch Völker, ich weiß jetzt nicht welche, die, und auch hier, ne, also ich meine, so ganz hergeholt ist es halt nicht, ne, die halt ihre Penisse zum Beispiel sehr stark vergrößern und damit Eindruck schinden wollen bei einem Angreifer. Mhm. Und ihn damit beeindrucken wollen. Oliver guckt ungläubig. Ja, ich gucke ungläubig. Mir ist der Mechanismus nicht klar. Erstens verstehe ich nicht so recht, warum das jemand erschrecken soll. Also das ist vielleicht nicht immer sehenswert, wenn mir jemand seine oder ihre Genitalien entgegenstreckt, aber warum ich das jetzt von einer bösen Tat abhalten soll, ist mir nicht klar. Und zweitens habe ich vage das Gefühl, aber das kann auch kulturell bedingt sein, dass, ich meine, das Wort heißt ja auch entblößen, ne? Dass ich mir damit eine Blöße gebe. Das heißt, ich begebe mich damit in eine gewisse Gefahr, wenn man unbedeckt durch die Gegend läuft. Mhm. Gerade einem Feind gegenüber, das ist ja... Also ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll. Es ist ein weiterer Angriffspunkt, wenn dem ihr Böses will. Ne? Ja. Und es ist so das Gegenteil zur Rüstung, quasi sich dann nackt hinzustellen. Deshalb verstehe ich nicht so recht, wo für mich als Verteidiger, sage ich jetzt mal, da der Vorteil ist. Mhm. Also das ist wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten, jetzt bin ich kein Anthropologe, aus dem jeweiligen Zusammenhang zu erkennen, in dem diese Menschen leben. Damals war es vielleicht anders. Ja, und damals ist das anders. Also, dass man damit vielleicht auch gerade zeigt, ne, so hier, ich habe gar keine Angst, weil so, ne, ich bin halt potent, okay. Ich bin kräftig, ich zeuge viele Nachkommen, ich habe viele Männer, die hinter mir stehen und wenn die jetzt nicht hier sind, dann habe ich die halt in 10 Jahren oder so. Ja, ne, ich bin so also, stark, ich brauche gar keine Angst vor dir zu haben. Ich kann es mir erlauben, mich vor dir zu entblößen, weil ich so stark bin, dass du mir eh nichts kannst. Jetzt muss man halt auch überlegen, dass dieser Zeitraum, das ist halt dann noch sehr nah, ne? Also so, dass die ersten, oder wir sind da in einem Zeitraum, wo die Menschen ja noch ganz anders gelebt haben und auch noch viel instinktgeleiteter vielleicht waren. Und das macht dann halt vielleicht Angst. Wir können das vielleicht jetzt heutzutage nicht mehr so nachvollziehen. Das scheint aber unbestritten zu sein, dass das Präsentieren von Genitalien durchaus auch eine abschreckende Wirkung haben sollte und die auch hatte.
ist zumindest die Theorie, weil das irgendwie funktioniert hat. Ja, okay, gut, wenn es funktioniert hat, dann... So, es hat funktioniert, genauso wie die Schädeldeponierung. Also der Prozess wird vermutet, ist so, man hat das irgendwie probiert. Ne? So, wir probieren das aus und das hat funktioniert als Symbol. Für, ich stehe jetzt, entweder ich stelle da einen Wachposten hin oder ich stelle halt so einen, leg halt einen Schädel dahin, der sagt so hier, ne, wenn ihr hier reinkommt, dann haben wir euch auf die Mütze. Und dann hat das halt funktioniert und so ist dieses, hat sich dieses Symbol eben ja durchgesetzt. Oder diese Praxis hat sich durchgesetzt, dass man eben mit Schädeln sein Territorium entsprechend markiert hat. Ja, das ist mir ja zum Beispiel auch total einleuchtend. Also so ein, wenn ich irgendwo hinkomme und dann ist da so ein Gebiet mit Schädeln umsäumt, würde mich auf jeden Fall abschrecken. Na, das würde einen erstmal abschrecken. Ja. Also könnte zumindest so sein. Wer weiß, was die alles noch sonst noch ausprobiert haben, ne? Aber das hat entsprechend funktioniert. Jetzt ist halt die Frage, wie ging es damit weiter? Also laut Ina Wun ist das ist ja noch keine Religion, wenn ich da Schädel irgendwo hinlege, aber es ist ja schon irgendwie eine Kulturpraxis, die einen Schritt dahin bedeuten könnte, weil rund um diese Deponierung der Schädel von Ahnen, ne, ist, das hat ja was mit dem Tod zu tun, das hat was mit den Ahnen zu tun. Und das wurde eben weiter verfeinert. Mhm. Also erstmal sind die Toten dafür zuständig oder die Schädel dafür zuständig, die Feinde entsprechend abzuhalten. Warum nicht auch die Flut oder die Trockenheit? Ne, wenn die sowieso schon mal wirkmächtig sind, können die entsprechend auch für andere Dinge. Das ist nichts, was innerhalb von einer Generation entsteht, sondern über lange Zeit. Also man fängt an zu sagen, okay, unser Ahne, der beschützt irgendwie unsere Grenzen. Das ist halt so. Das funktioniert. Also muss es an ihm liegen. Genau, also muss es daran liegen. Mhm. Und dann kann man von da aus, kann man das halt entsprechend sich dann weiterdenken, warum sollte er nur gegen Feinde helfen? Könnte auch gegen was anderes noch helfen. Mhm. Also, dass dieses Denken, ne? Und so geht's dann halt immer weiter, ne? Das ist, könnte so eine Initialzündung sein. Jetzt ist der andere Aspekt, der noch dazukommt, laut Frau Wun, so eine existenzielle Angst, die sie als elementar hält für Religion. Mhm. Ich glaube, das ist auch was, wo viele zustimmen können. Und die viel, viel stärker damals ausgeprägt war als heutzutage. Man musste Man musste viel mehr Angst haben vor konkreten Dingen jeden Tag, zu jeder Zeit, ne, dass da ein Feind kommt, dass da ein Tier kommt, dass man verhungert und so weiter. Mhm. Ja. Ne, also eine Theorie von ihr ist auch dadurch, dass der Tod so ausgeblendet wird in unserer Gesellschaft, wird die Säkularisierung vorangetrieben. Sie hält das sogar als den größten Grund für die Säkularisierung. Nicht jetzt mangelnde Intelligenz bei den Individuen, die immer noch an Gott glauben oder ähnliches. Also Angst vor dem Tod, auch Trauer um den, der da verstirbt. Und hier kommt das dann eben zusammen mit dieser Schädeldeponierung oder mit den Schädeln, die dann auch noch wirkmächtig sind, dass du plötzlich einen Ahnen hast, du trauerst darum, dass der weg ist, du möchtest bitte auch nicht einfach weg sein, du hast Angst davor, der hat irgendwie noch eine Wirkung. Also gibt es irgendwie ein Reich, ein Totenreich, so könnte sich das entwickelt haben, wo halt eine Wirkung entsteht auf die Welt. Und das wäre so ein Sprung in Richtung Religion. Von einer einfachen Symbolwirkung, wo ein Schädel da irgendwo lag, hin zu eben, wenn man dann überlegt, was Religion ist, zu einer Weltanschauung, bei der es Transzendentes existiert. Genau, bei denen es irgendwo irgendwas gibt, was gibt nicht mehr auf dieser Welt ist. Ja, ja. Funktioniert offensichtlich. Weil der Tote ist weg, aber gleichzeitig sieht man ja, der hat noch Macht, also muss er doch noch irgendwo sein. Man sieht ihn aber nicht und dann hat man schon eine andere Welt und so, ne? Ja, und dann, wenn das dann noch dazu kommt, dass eben da wirklich dann mal die Flut nicht kommt, ne, der man Angst hatte, wird das dann entsprechend immer wieder bestätigt. Ne? Auch weil man natürlich in diese Richtung. Ja, und das gibt ja auch einen ganz starken Survivor-Bias. Ne? Wenn die Feinde nämlich keine Angst vor deinen Schädeln haben, bist du tot. Wenn dir der tote Vorfahr nicht gegen die Flut hilft oder gegen den Sturm, bist du tot. Du bist also immer, wenn es nicht klappt, tot. Das heißt, es können nur die erzählen, bei denen es geklappt hat. Es klappt immer, weil alle das immer nur erzählen. Ja, vielleicht nicht alle, aber die Mehrzahl wächst in die Richtung. Ja, das ist nicht symmetrisch. Survivor Bias, das finde ich einen guten Mechanismus. Und dazu haben alle aus evolutionären Gründen unglaublich viel Angst mit allem, was mit Tod zu tun hat. Das stützt also von allen drei Seiten was irgendwann mal Religion werden könnte. Also, clever.
Nach ihrer Theorie könnte das halt so entstanden sein. Jetzt geht's um, wie das dann weitergeht, eben um nochmal diese halt diese Theorie der Evolution auch zu untermauern. Dann sagt sie 9500 bis 8200 vor Christus, wo es so die ersten festen Siedlungen gibt, so mit Rundhäusern. Da gibt's dann entsprechende Wandmalereien, wo man halt diese Symbole wieder aufgreift. Ne? Also es gibt dieses sexuelle Drohnen nach wie vor, das man vorher eben auch schon mal gesehen hat, aber es kommen auch gefährliche Tiere dazu, die irgendwie eine abschreckende Wirkung haben sollen. Es gibt auch dieses Deponieren von Schädeln innerhalb der Häuser, ne, dass man da entsprechend auch die Toten nicht direkt vergräbt, was man dann auch noch unter den, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, was man ja unter den Häusern gemacht hat. Mhm. Also die wurden nicht außerhalb der Siedlungen bestattet, sondern unten, wo man auch schon wieder sieht, aha, daraus kann dann auch so ein Weltbild entstehen, ne? Die Unterwelt, also die Toten, die unten drunter sind. Ne? Ja. Und nach wie vor wurden aber teilweise die Schädel halt dann aufbewahrt, die wurden schön verziert, die wurden halt aufgestellt in den Häusern. Also man sieht da schon so eine Verbindung zu dem, was vorher gewesen ist. Ne? So, dann gibt es erste so Figuren, auch ein bisschen später, die auch wieder diese Themen aufgreifen, ne? Zum Beispiel auch diese Mutter. Und interessant ist ja auch, dass es eben diese, deswegen die Urmutter oder so eine, ja, Urmutter wird es ja genannt, ne? Also eine starke Frauenfigur, die gab es relativ lange, also die Frauen waren da sehr präsent, bis es wirklich zu diesen Siedlungen kam. Und da hat sich das plötzlich geändert in Richtung Idol. Und die Idole waren dann plötzlich männlich und es gab dann auch mehrere Götter. Oder sagen wir mal, es waren ja vorher nicht Götter, vorher waren es so Ahnen. Dann wurden es Idole, also kräftige Krieger, Verteidiger von Siedlungen. Das waren dann meistens Männer, die vorher irgendwie scheinbar nicht so diese Rolle gespielt haben. Da ging es mehr um Tod und Leben. Mhm. Ja, deswegen die Mutter, die spendet das Leben, steht somit aber auch dem Tod nahe. Und jetzt ging es eher darum, dass man eben auch verteidigen muss. Es wurden halt eher Männer. Und dann eben noch, also so beschreibt sie es hier, in der Gesellschaft, die dann auch noch Hierarchien hat, wurden die dann noch stärker erhöht zu eben Göttern. Vorher war das gar nicht so, dass das ein Gott ist, sondern es waren immer Ahnen. Ne, oder irgendwas Lebensspendendes, ne, Dema nennt sie das hier, also etwas, was Leben spendet, was eine Verbindung zu einer Ahnenwelt herstellt oder so, aber was nicht unbedingt ein Gott ist. Gott wurde es erst später, als es Hierarchien gab und die stehen dann eben ganz oben. Oh ja, und es gibt auch viele, die zuständig sind für unterschiedliche Bereiche, weil es dann so eine Art Aufgabenteilung gibt. Das heißt, sie entwickeln dann auch eigene Persönlichkeiten. Genau. Was du vorher für die Ahnen ja nicht brauchst. Also die Ahnen waren halt für die Ahnen waren. Aber du musst denen keine Namen und keine Persönlichkeiten geben. Genau. Stimmt, das haben die schon, ne? Haben die schon. Ja. Ja, und in dem Zusammenhang, wenn man wirklich sagt, das ist so formbar und man sieht jetzt noch die eben eine bestimmte Symbolik, so bestimmte Themen, ne, wie diese Urmutter, die spielt jetzt nicht mehr so eine Rolle. Wenn man sieht, das verändert sich halt über die Zeit. Also stelle ich mir erstens die Frage, also wo führt das hin? Ja. Kann natürlich zum Aussterben führen. Es könnte ja auch irgendwie was, vielleicht was Nützliches werden oder so. Und was ist dieser Teil, also diese Religion, ne? Weil dieser hier der australische Priester eben, der stellt ja einfach aus sich, ich glaube, dass er das gar keine, oder ich weiß es nicht, dass es noch nicht mal vielleicht unbedingt so kalkulierend ist, für den ist einfach, das ist halt Religion, in der, also sein religiöses Leben, das natürliche Leben, und das ist halt Politik, so was Menschgemachtes, was daneben steht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also welchen Teil im Menschen, ne? Also wenn man das ernsthaft so als Weltbild hat, ist das ja heutzutage total fatal. Also in meinen Augen. Wenn man wirklich sagt, die Religion, das ist die eigentliche Natur und der Mensch kann das gar nicht verändern, so hat er ja argumentiert. Das ist für mich total fatal. Ja, das führt dann zu Religionskriegen, indem du sagst, ich muss das durchsetzen, kostet es, was es wolle, ich muss es durchsetzen. Ich bin nicht befugt, das zu verändern. Aber wenn man jetzt sagt, was die Religion da ausmacht, ist eben was Sinnstiftendes, ne? So hat meistens eine sinnstiftende Ursprungserzählung irgendwie, die dann eine Bedeutung hat. Erklärt die Welt, also ein bestimmtes Weltbild, was halt tiefer greift als das, was man im Moment in der Wissenschaft weiß. So, ne? Man weiß nicht Wissenschaft. Ja, nur die Wissenschaft würde ich da gar nicht so sehr. Ich meine, die Wissenschaft gibt es erst seit so kurzer Zeit, dass die Leute gucken dürfen, wie es denn wirklich ist. Das spielt da ja eigentlich keine Rolle in den langen Zeiträumen, von denen du berichtest. Sondern da war die Religion ja einfach immer die beste Erklärung, die es gerade gab.
wenn man überhaupt nichts weiß und du möchtest aber ein Muster sehen, du möchtest aber eine einfache Erklärung haben, weil du meinst, die muss es geben? Ja, aber so ist es ja nicht. Weil zum Beispiel irgendjemand wusste ja nun, dass irgendwie Sauberkeit und Seuchen, dass da irgendwie ein Zusammenhang ist. Also da hätte man doch auch einfach sagen können, Leute, wascht euch mal die Hände öfter. Die wissen auch nicht, die wissen den Zusammenhang nicht. Die wissen nicht, wie der ist. Die haben irgendwas festgestellt. Die haben Koinzidenzen festgestellt. Kriegen aber die Kausalität, wichtige Worte, Kausalität nicht auf die Kette. Also, was ist die einfachste Erklärung für mich als Menschen, der immer einfache Erklärungen sucht, weil er überall immer Muster sucht, weil die Evolution will, dass ich immer überall Muster suche? Die Ahnen. Die Ahnen beschützen nicht nur vor dem bösen Feind, sondern die Ahnen beschützen uns auch vor Seuchen. Also muss ich das machen. Ja, weil man muss ja genau das Richtige dann machen. Also man muss ja nicht. Ja, die anderen sind tot. Die anderen sind alle tot, die das Falsche machen. Das würde diesem Evolutionsargument in die Hände spielen. Also ich würde diesen Hygieneregeln auch, um ehrlich zu sein, nicht zu viel. Es ist ja nur ein Beispiel. Ja, das ist auch nicht so doof. Aber da kommt doch eigentlich jeder drauf. Ist nichts Dreckiges oder du stirbst? Wie lange muss man das beobachten, bis das alle wissen? Ja, aber deswegen finde ich es ja komisch, dass man für solche Sachen die Religion braucht. Also was steht der Religion gegenüber? Die Religion war die Welterklärung. Die Religion war die allumfassende Welterklärung. Die war halt sehr klein und dann haben sie alles, was sie für wichtig hielten, daran geschnallt. Das war jetzt, glaube ich, alle. Also es ist einfach nur was ist jetzt die Welterklärung? Das ist doch das Interessante. Also die Frage ist doch gar nicht so sehr, ob die Religion ausstirbt oder sich zu was völlig Harmlosen ändert, finde ich, sondern die interessante Frage, die sich aus den Sachen ergibt, die du da berichtest, ist, dass die Bedürfnisse, die zum Entstehen von Religionen geführt haben, jetzt, wo wir viel mehr wissen über die Welt und die Zusammenhänge, ob diese Bedürfnisse nicht durch was befriedigt werden können, was nicht die Religion ist, genau, sondern durch einen besser funktionierenden Mechanismus. Ja, korrekt. Denn die Mechanismen der Religion funktionieren nicht mehr. Es gibt noch diesen vagen Gruppenzusammenhalt, ja, aber die äußeren Wirkmechanismen funktionieren für uns nicht mehr. Dass die Religion, also indem ich da die Erdregeln halte, die der Gott will, und indem ich die Ahnenschädel da aufstelle oder ein Kreuz verbrenne oder was auch immer, ist ja egal, was es ist, die funktionieren halt nicht mehr. Und das wird für Leute immer durchschaubarer. Und ja, vielleicht die Sachen, ja, die noch übrig bleiben. Aber das finde ich eine gute Frage, weil das scheint ja offensichtlich nicht unbedingt überall so zu sein. Nee, das ist nicht überall so. Das geht aber darum, das kommt darauf an, ob die Leute die Welt so sehen, wie die ist. Also wir drei hier, die wir hier sitzen, glauben ja, die Welt ist auf eine bestimmte Art und Weise. Wir wissen nicht genau wie, aber es gibt eine Art, wie die Welt funktioniert. Und je genauer wir die verstehen, desto besser können wir handeln. Stimmt's? Ja, genau, würde ich auch sagen. So, und wenn du jetzt merkst, dass deine Erklärungsversuche nicht, die früher vielleicht Sinn gemacht haben, jetzt plötzlich keinen Sinn mehr ergeben, dann kannst du sie entweder ändern. Das ist in der Religion ganz oft schon passiert. Das Christentum von heute hat ja nichts mit dem Christentum von vor 500 Jahren zu tun oder vor 1500 Jahren, dass es erfunden wurde. Sondern ja, es passt sich immer weiter an. Aber es zieht sich auch immer weiter aus den Welterklärungsversuchen raus. Ja, das stimmt. Weil es merkt, dass es da keine Schnitte mehr hat, ne? Ja, und was bleibt denn dann überhaupt noch übrig? Ja, ich glaube, was übrig bleibt heute bei den Leuten, ist so eine vage Vorstellung davon, wie auch eben diese Leute da bei ZDF geschrieben haben. Die definieren für sich Christentum mit Nächstenliebe. Da ist so ein Gleichheitszeichen dazwischen, weil die nämlich auch nicht mehr wissen, was es sonst eigentlich noch sein soll, das Christentum. Das ist halt das ist ja offensichtlich schwachsinnig. Natürlich, genau, aber ich sage ja, da bleibt so wenig übrig, dass man sich offensichtlich auf das als das Einzigste zurückzieht. Ja, das ein anderer wichtiger Punkt ist tatsächlich das mit der Angst, ne? Diese existenzielle Angst, dass man sterben muss, dass man leiden muss. Ah ja, stimmt. Ne? Also da kommt die Religion auch nochmal sehr stark ins Spiel. Ja, stimmt. Ja, und das geht auch nicht weg. Aber das ist auch nicht mehr wichtig. Ich meine, ich glaube, das ist evolutionär ein enormer Vorteil, dass man, also alle Tiere, ne, nicht nur Menschen, Angst vorm Sterben haben, dann machen sie nämlich nichts, was unsinnig und viel zu gefährlich ist. Ob das ein kleiner Hund ist oder ein Hase, weiß ich nicht, ob ein Hase das kann, oder wir. Wir haben das auch. Müsste man nochmal die wissenschaftlichen Erkenntnisse durchforsten, meines Wissens wissen das die. Ja, aber Angst kann man nicht trotzdem nachweisen. Wenn so eine Katze auf dem Baum ist und nicht mehr runterkommt, hat die schon Schiss auf ihrem Ast. Ja, die weiß aber nicht, aber dass sie dann stirbt und ausgelöscht wird. Ja, vielleicht also, das weiß sie nicht. Ne? Das weiß sie vermutlich nicht, aber wie dem auch sei. Das ist eine Kleinigkeit. Mhm. Was ich noch einen interessanten Punkt finde, der so jetzt da nicht,
nicht drinsteht, ist ja, dass irgendwie Menschen, also ich glaube, dass das so ist, dass Menschen da Freude dran haben an so an dieser Mythologie. Mhm. Also dass sie es irgendwie schöner finden. Dass, aber das, da muss es ja irgendeinen Grund für geben. Jetzt kann man sagen, ja, so also ist das normal. Aber da muss es irgendwie ja irgendeinen Grund für geben, dass man, wenn man gesagt bekommt, so jetzt hier, ne, wasch dir die Hände, dann kriegst du diese Krankheit nicht. Ist das so, ja, okay. Wenn man aber jetzt eine große Geschichte darum spinnt, ne, wie damals, Abraham und dann sind die alle gestorben und dann, also wenn man das in so eine Geschichte verpackt und dass so eine Verbindung hergestellt wird zu anderen Menschen und irgendwie stehen Menschen da einfach drauf. Ja, so was Geheimnisvolles, Mythologisches. Ich glaube, das ist das, was uns definiert als Spezies. Sind wir Geschichtenmenschen, also Geschichtswesen, Geschichtenwesen. Wir erzählen uns gegenseitig Geschichten und lernen dadurch. Deshalb kooperieren wir so gut. Und die Geschichten haben aber immer was mit anderen Menschen zu tun, weil ja, ich glaube, Empathie ist ein super Ding. Ja, weil wir so gut kooperieren. Das ist das, was uns auszeichnet. Und Empathie ist, glaube ich, wichtig, weil wenn du eine Geschichte erzählst, mit anderen Menschen drin, sonst geht's und dann erhöht sich der Lernfaktor, genau, weil du dir vorstellst, wenn ich das so machen würde. Genau. Und du kannst dir vorstellen, warum die gelitten haben und so weiter. Ne? Und das ist meines Erachtens wieder ein evolutionäres Nebenprodukt oder wichtiges Mittel, damit wir kooperieren können. Mhm. Wir müssen kooperieren, wir müssen voneinander lernen und wir lernen Geschichten. Wir haben Leben auf Papier gepresst und in Regale gestellt. Und leben die mit. Wir setzen uns abends hin und leben das Leben von jemandem anderen. Das kann ein Hund nicht. Also das ist, glaube ich, das, was uns da besonders auszeichnet, dass wir Geschichtenwesen sind. Und klar kommen die dann gut an. Ja, aber es ist ja auch dann wiederum, wenn das wirklich nachweisbar wäre, sind das natürlich auch schlechte Nachrichten für die Religion. Ja, ne? Weil es nämlich nicht darum geht, ob die wahr sind oder nicht. Genau, und weil auch da der Gott nämlich da wirklich nicht da ist, ne, sondern und weil es nicht um einen konkreten geht, ne, dann sind alle gleich. Also müssen die Götter erfüllen. Kann niemand mehr sagen, ja, mein Gott ist aber der einzig wahre, sondern man kann halt sagen, ja, das ist halt eins von diesen Konstrukten, die da entstanden ist. Mhm. Ja, deshalb würden religiöse Leute das auch nicht als Erklärung akzeptieren, was Dina Wunder sagt. Nee. Das ist ja eine wissenschaftliche Erklärung, bei der die Erde nicht von Gott erschaffen wurde. Das kann ja gar nicht sein. Ja, das, allein das schon, ne? Das philosophische Quartett. Was? Heute ohne Pascal Boyer. Wir sind mal wieder nur zu dritt in unserem philosophischen Quartett. Pascal Boyer hatte leider nicht zugesagt. Also unterhalten wir uns heute nicht mit, sondern über Pascal Boyer. Ist eh viel besser. Martina hat sich da vorbereitet und kann uns was erzählen, was so ein bisschen anknüpft an die Urmutter, die wir in den letzten zwei Folgen schon mal besprochen haben. Ja, richtig, weil sich Pascal Boyer nämlich auch die Frage stellt, ist Religion ein Produkt der Evolution? Und wenn das so wäre, ist das eben eine Eigenschaft des Menschen, die dem Menschen einen Vorteil verschafft hat. Ne? Und deswegen weil das noch so da ist. Mit der Evolution, ne? Natürlich ist nicht alles nur vorteilhaft, was da hervorgebracht wird. Ne? Manches könnten ja auch Nebenprodukte sein, aber das ist zum Beispiel eine Teilfrage. Ist das jetzt, was ja auch manche sagen, so ein Versehen? Also das wird aus Versehen ausgelöst, ne? Weil das gut geht mit anderen Eigenschaften. Ne? Also zum Beispiel eine Eigenschaft des Menschen ist, dass man immer nach einer Lösung sucht oder immer eine Erklärung sucht. Und wenn man aber keine Erklärung hat, dann wurschtelt man sich so einen Gott dahin. Aha. So, das wäre jetzt ja nicht unbedingt ein Vorteil, sondern vielleicht eher so ein was in die Irre führen könnte. Aber, Entschuldigung, man darf nicht vergessen, dass es nicht nur natürliche Selektion gibt, es gibt auch sexuelle Selektion. Das ist in der Regel immer für die absonderlichsten Eigenschaften einer Spezies verantwortlich. Die Chicks wollten das so und deshalb ist das hier. Ah, du meinst die großen Geweihe bei den Rehen? Die großen Geweihe. Ah, die großen Geweihe, mit denen man sich dann im Baum verheddert und verendet. Genau, das macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist auch kein Nebenprodukt von was, aber die Chicks finden es geil. Aber das unterliegt doch auch der Evolution. Da könnte man doch sagen, wenn das wirklich ein Nachteil wäre. Ja, es ist ja auch Evolution, aber es ist nicht nur natürliche Auslese. Aber dann würden ja die Chicks, die große Geweihe mögen, nicht überleben oder keinen Vorteil haben, sondern einen Nachteil. Ja, aber es stimmt schon, dass es nicht, aber das ist nicht das Optimum. Also es ist nicht immer das Optimum, was sich durchsetzt. Weil, sondern das ist was funktioniert. Was sich bis jetzt durchgesetzt hat, weil der Prozess ist ja noch nicht zu Ende. Ne? Ja, aber wir können ja, also würde ich sagen, logisch beurteilen, wissenschaftlich beurteilen, zum jetzigen Zeitpunkt. Macht das jetzt Sinn oder nicht? Zum Beispiel das große Geweih, wüsste ich jetzt nicht. Ne? Aber andere Dinge, die sich so entwickelt haben, vielleicht schon. Und so könnten wir ja auch mal betrachten, was jetzt hier mit der Religion argumentiert wird von Pascal Boyer.
Das kommt mir nämlich nicht so vor wie ein großes Geweih, mit dem man sich im Wald verheddert. Jedenfalls nicht ausschließlich. Also, wer ist das überhaupt? Pascal Bouhier, das ist ein französisch-amerikanischer Psychologe, Anthropologe und Religionsphilosoph. Und der betrachtet sein Forschungsgebiet ist die Kognitionswissenschaft und die Religion. Also nicht wie bei Ina Wun der archäologische Zugang, sondern hier eher kognitionswissenschaftlich. Der guckt sich halt an, was passiert im Gehirn. Also psychologisch, kognitionswissenschaftlich. Für das ganze Gebiet eben diese, also die Ina Wun gehört ja auch eben in dieses Gebiet, ne, dass man sich da mit Evolution beschäftigt, ist aber entsprechend ein anderer Zugang. Mhm. Pascal Bouhier fragt, die Frage, die er sich hier stellt, ist das eine Auswirkung der Funktionen des Gehirns? Also ist das vielleicht etwas, was natürlich im Menschen angelegt ist? Ein Hang zu religiösen Gedanken, woraus ich dann eben auch näher betrachten kann, woran bestehen diese religiösen Gedanken, wie kommen ethnische Konflikte damit zum Beispiel zusammen, gehört das zusammen oder wird das zusammen konstruiert von außen und welche Chance hat überhaupt so ein Atheismus? Also wogegen kämpft der sozusagen, ne? Also ist das nur irgendwie was, die Leute sind so, denen wurde das System übergestülpt von machthungrigen Menschen, die das benutzen, um sie zu unterjochen, wäre ja jetzt eine Theorie über Religion, so, und man muss sie nur aufklären, dann können sie das abstreifen und müssen da nicht mehr religiös sein. Das wurde ja in der Aufklärung ein bisschen so gedacht. Ne? Mhm. Oder gibt es da noch was anderes? Ich fand jetzt die Argumentation von der Ina Wun ging auch schon etwas in diese Richtung. Etwas, was halt tiefer im Menschen verankert ist, was es sehr schwierig macht, diesen Hang zum religiösen Glauben zu bekämpfen. Das heißt, das wäre so, als ob man sich gegen sein Ohr kämpft. Aber das ist halt nun mal biologisch da. Er vergleicht es eher mit eben einem Hang oder einer Begabung, einer natürlichen menschlichen Fähigkeit, wie Musik, politische Systeme, Familienbeziehungen und ethnische Koalitionen, nennt er hier jetzt als Beispiel. Und das sind Sachen, wo er die Meinung hat, das sind auch im Menschen angelegte, evolutionär entstandene Sachen, um die man nicht drum rumkommt als Mensch. Das sind menschliche Fähigkeiten oder eine Begabung dafür bringt der Mensch mit. Also der kann Musik machen, der kann Musik verstehen, Musik wirkt auf ihn, er kann Musik hervorbringen. Und das kann grundsätzlich mal jeder Mensch. Und Familienbeziehungen? Also Musik, politische Systeme, Familienbeziehungen und ethnische Koalitionen. Das sind seine Beispiele. Und Sprache nicht, aber das, oder? Und irgendwas Biologisches sei Menschen angelegt, was ethnische Koalitionen, Familienbeziehungen und politische Systeme verursacht oder begünstigt. Ja. Also Religion. Okay. Gut, verstehe ich. Sehe ich auch so. Der Mensch funktioniert so, alleine und in der Gruppe, dass sowas halt dann eben entsprechend entsteht. Ja, wir sind eine soziale Spezies. Wir wollen uns einordnen. Und das sind Gruppen, in die man sich einordnet. Das sind die ersten Gruppen, auf die man stößt, während man sich einordnet. Ja. So, das heißt ja auch, ich meine, wenn das Fähigkeiten sind, die der Mensch mitbringt, heißt das ja nicht, dass man die ausbauen muss. Ne? Zum Beispiel, wenn man sagt, der Mensch ist grundsätzlich musikalisch fähig, aber es gibt viele Leute, die nie ein Musikinstrument lernen und das also nie sich zunutze machen. Ne? Genau, du kannst dich auch außerhalb stellen. Wäre die Chance, die Religion loszuwerden, dass man einfach das nicht mehr den Leuten beibringt. Ne? Dann lässt man es halt verkümmern, diese Begabung, die man sonst hätte. Mhm. Aber das ist in seinem Fazit, um da vorweg, das vielleicht vorweg zu sagen, sagt er ja, also wenn man Atheist ist, seiner Meinung nach oder auch auf seinen Forschungen basierend, ist es so, dass das Anstrengung erfordert. Also du hast erstmal diese Anlage zum religiösen Denken, warum, kann ich ja gleich noch erläutern, woher das kommt. Die ist erstmal da und dann durch Nachdenken und hauptsächlich durch Nachdenken, durch Anstrengung, kann man das halt überwinden und dann zum Atheist werden. Boah, da muss ich ja krass widersprechen. Ja, er sagt, der Weg des geringsten Widerstands ist zunächst mal das religiöse Denken. Krass, das sehe ich wenn ich so über mein Leben und meinen Erfahrungshorizont nachdenke, sehe ich das komplett umgekehrt. Es erfordert
einen unglaublichen Aufwand, all diese komischen Sachen zu glauben, die Religion erzählt. Und meiner Meinung nach wird man, wenn man einfach so geboren wird, erstmal ohne das alles geboren. Ich kann ja mal gerade sagen, was er sagt, warum, also wo, welche Mechanismen im Gehirn dazu führen, dass religiöse Gedanken entstehen. Er meint damit nicht eine Religion. Er sagt, Religionen sind sozioökonomische Systeme, die es in der Welt gibt, die haben erstmal nichts mit der Anlage oder dem religiösen Denken zu tun. So, das ist was anderes. Das ist zum Beispiel ein Glaube an Geister, an Hexen oder so. Ne? Das meint er damit. Mhm. Er sagt, die Kirchen oder die Religionen bedienen unterschiedliche, also die triggern unterschiedliche Dinge und das ist einfach gutes Marketing. Ne? Die docken an unterschiedlichen Punkten an, die nicht unbedingt das religiöse Denken, wie er es jetzt meint, kognitionswissenschaftlich, sondern das sind unterschiedliche Sachen. Einmal sagt er, dass es so stillschweigende Annahmen gibt, die unter diesen religiösen Ansichten liegen, die auch geäußert werden. Also eine konkrete Aussage wäre, der Gott ist allmächtig oder mein Gott wohnt im Wald oder sowas. Ja. Und darunter liegen aber andere Annahmen und die sind oft sehr ähnlich. Also zum Beispiel wird Gott oft als sehr menschlich beschrieben. Mhm. Auch wenn das, was irgendwo steht, also gar nicht so menschlich wäre. Also der kann Sachen, die nicht menschlich sind. Wenn du jemand erzählst, der Gott, der sieht alles gleichzeitig. Mhm. Na, das kann der ja. Der kann alles gleichzeitig sehen und alle Probleme dann gleichzeitig lösen. Auf einen Schlag, das kann man sich ja nicht vorstellen, weil man kann das ja selber nicht. Aber die Leute sagen, ja klar kann er das, ist ja allmächtig. Und wenn du sie dann aber nachher nochmal fragst, wie hat er das jetzt genau gemacht? Ne? Dann sagt er, ja, dann hat er erst das Problem gelöst und das und das und das. Also eigentlich liegen da Annahmen drunter, die menschlicher sind und das ist scheinbar bei allen Göttern so. Okay, verstehe. Da fallen mir natürlich direkt die ganzen griechischen Götter ein, ne? Die sind alle so Charaktere wie aus einem Videospiel. Ne, die sind ja sehr menschlich. Und was da drunter liegt, dass die auch so menschlich sind, sagt er, ist eine Begabung zu oder ist eine Anlage dazu, erstens mit Menschen zu kommunizieren, die nicht da sind oder an die zu denken, die nicht da sind. Ne, das können ja Menschen. Okay, ja. Und schon bei kleinen Kindern kann man das ja beobachten, dass die unbelebte Gegenstände als Lebewesen betrachten und sich auch imaginäre Freunde schaffen. Ja, stimmt, ja. Also das übt man von klein auf, dass man eben, das Auto wird irgendwie vermenschlicht, ne? Und dann das kleine Stofftier oder unsichtbare Freunde haben ja Kinder oft. Ne? Und so lernen die, das ist eine Interpretation, so lernt man halt für das soziale Leben, für ein sehr kompliziertes soziales Leben üben die Kinder schon eben mit unbelebten Gegenständen und mit Personen, die nicht da sind. Ah ja. Also die simulieren das praktisch. Die üben das ein. Ja, die üben das ein im Spiel. Also auch komplizierte Beziehungen mit Menschen einzugehen, die nicht am gleichen Ort sind, die man halt selten sieht. Beispiel Oma, die, was weiß ich, in USA wohnt. So. Und da kann man sich jetzt ja auch leicht vorstellen, dass daraus sehr leicht dann natürlich auch so was Gottähnliches, Glaube an was Gottähnliches dann entstehen kann, wenn man das sowieso schon einübt, dass der Teddy lebt und da noch einer ist, ne, und irgendwo halt irgendwelche Geister in der Gegend sind. Dann gibt es noch scheinbar ein Phänomen, dass man sich besonders gut an Geschichten erinnern kann, in denen Menschen, die sich eigentlich ganz normal verhalten, also ganz normal fühlen und denken, physikalisch unmögliche Dinge machen. Ja. Das ist irgendwie ein Phänomen, dass man sich daran scheinbar besonders gut erinnern kann. Du hast gar nicht nachvollziehen. Also jemand ist ganz normal, kann aber durch die Wand gehen, übers Wasser oder fliegen oder sowas. Klar, das ist super faszinierend einfach, ne? So Geschichten zu hören. Ja, aber das setzt sich irgendwie fest, aus welchem Grund auch immer, kann man sehr gut behalten, solche Sachen. Also das wäre schon mal so eine Zutat, woher so Dinge kommen, die wir als totalen Schwachsinn bezeichnen. Ja, ja. Ein weiterer Punkt, wozu Menschen neigen, ist ritualisiertes Verhalten. Das hatten wir ja auch schon öfter. Mhm. Auch das ist jetzt nicht besonders, finde ich jetzt nicht besonders überraschend. So ritualisiertes Verhalten findet man bei Kindern oder auch bei Zwangsneurotikern und bei religiösen Menschen. Und bei mir. Und eigentlich auch bei allen Leuten. Zwangsneurotiker. Und warum, woher kommt das? Wofür benutzt man das? Ich habe da mal drüber nachgedacht. Ich glaube, einfach um sich das Denken zu ersparen. Ja, es gibt Sicherheit, ne? Ich hätte jetzt auf Sicherheit gedacht. Oh, okay. Ja, dass du auch natürlich, dass du nicht jedes Mal drüber nachdenken musst, aber auch, dass du keine Fehler machst und so. Ja. Also kannst damit Angst auch bekämpfen, zum Beispiel. Ne?
wenn du dann eben entsprechend also immer die gleichen Tätigkeiten durchführst. Es hat auch oft was mit Reinigung zu tun. Mit Reinigung? Beschmutzung und Reinigung, Gefahr und Schutz oder dem Verlangen, eine sichere und geordnete Umgebung zu schaffen. Ja. Ne? So ist das bei, also auch wieder bei Kindern kann man das halt feststellen, dass die sehr auf Rituale stehen, dass die das super finden, wenn sich die Sachen immer wiederholen. Die wollen ja auch ein Buch 1000-mal vorgelesen haben, dass es immer alles gleich abläuft und so. Und so ein Ins-Bett-Geh-Ritual, ne? Genau, zum Beispiel. Ja. Und das ist was man entsprechend auch eben in der Religion dann wiederfindet. Diese klar, die drücken all die Knöpfe. Die drücken die Knöpfe, genau. So sagt er das hier auch. Religiöse Aussagen über Reinheit, Verschmutzung oder die versteckte Gefahr lauernder Teufel könnten diese Netzwerke aktivieren. Also diese Rituale auslösen und dazu führen, dass Menschen sich von rituellen Vorsichtsmaßnahmen intuitiv angesprochen fühlen. Also es gibt diese Netzwerke, die, er führt das auch darauf zurück, ne, Sicherheitsmechanismen von früher, immer wieder gucken, ob da so ein Raubvogel über mir ist oder der Wolf hinterm, ne, immer im Wald gucken. Und lauern da irgendwo, ich weiß nicht, ob er darauf eingeht, irgendwo diese absurden Ideen über der Jordan? Oder jetzt ist es ja nur allerdings die Muslime, die bösen Teufel, die kommen. Die bösen Teufel? Du hast halt eine Gruppe, die ein bisschen anders aussieht oder sich ein bisschen anders ausnimmt und da werden dann auf diese Knöpfe gedrückt. Das kommt gleich noch. Also das ist ja eher die Koalition oder diese Zugehörigkeit zu einer Gruppe wäre ja damit eher... Ja, halt, und Abgrenzung von anderen. Ja, genau. Aber möglichst von einer, die man nicht kennt oder nicht sieht. Ja, das ist noch ein dritter wichtiger Punkt. Also das ist ja erstmal diese Neigung zum Ritual, die daraus kommt, so ich muss immer gucken, ob hier irgendwie Gefahr ist. Ich muss immer gucken, ob hier irgendwie Gefahr ist. Und wenn man bestimmte Knöpfe drückt, eben so, hier ist Gefahr, dann aktiviert man halt eben dieses Netzwerk im Gehirn, das dafür zuständig ist, solche Rituale abzuspielen, um entsprechenden Gefahren aus dem Weg zu gehen. So, und dann sagt er, Koalition, ich glaube, das geht in diese Richtung. Ja, das Feindbild dann aufbauen, das ist ja nochmal was anderes. Das sind ja halt dann wirklich diese Konflikte. Aber erstmal sagt er, Menschen haben eben eine spezifische Fähigkeit zur Koalitionsbildung. Also man kann stabile Bündnisse eingehen, auch mit nicht verwandten Individuen. Und wenn man jetzt diese Zugehörigkeit zu dieser Gruppe kundtut, belegt man damit ja auch die Thesen, für die es zum Beispiel auch keine Beweise gibt. Und er sagt, je absurder diese Aussagen sind, desto stärker kann ich mich nachher mit dieser Gruppe identifizieren. Weil wenn ich so einen Schwachsinn da auch... Also weil der Buy-in so hoch ist. Genau. Genau. Und deswegen ist das dann ein besonderer Vertrauensbeweis, wenn diese Thesen, die ich da unterschreibe, auch noch besonders absurd sind. Ist ja irre. Ja, aber ich musste da tatsächlich daran denken, bei den Juden, das ist ja so kompliziert, diese ganzen 1000 Regeln, die haben, oder du hast ja eben 613. gesagt, ja, Entschuldigung, genau, 613, dass, ne, diese Regeln und dann aber auch diesen Umgang damit, das ist ja wahnsinnig kompliziert, damit grenzt du dich natürlich auch extrem ab von anderen, die das ja, da kannst du ja kaum reinwachsen, selbst wenn du da zum Glauben übertrieben bist. Stimmt, wenn man das alles befolgt und so, ist das schon ein relativ großer Beweis für die anderen, ja, der macht das, der meint das jetzt wirklich ernst, ne? Der will zu uns gehören. Also er sagt hier, diese Tatsache zeigt, dass Menschen bereit sind, sich die besonderen Normen einer Gruppe zu eigen zu machen, um mit denen zu koalieren. Und zwar einzig und allein aus dem Grund, dass es sich dabei um die Normen dieser Gruppe handelt. Also der Wahrheitsgehalt wird überhaupt nicht überprüft und es geht auch gar nicht darum, dass das wahr ist. Sondern nur die Tatsache, dass man sich dazu bekennt und den anderen dadurch zeigt, ich will mitmachen. Genau. Und ich meine das ernst. Ja. Also das sind so drei wichtige Mechanismen, die er identifiziert, und damit halt eine gewisse, ja, die Fähigkeit zum religiösen Denken, ja, begründet, ne? Aus kognitionswissenschaftlicher Sicht. Also sein Fazit, religiöses Denken scheint zu unserer kognitiven Standardausstattung zu gehören. Ja. Doch, religiöses Denken würde ich es nicht nennen, weil es meines Erachtens nur eine Basis der Religion ist. Ich würde es eher so mythisches Denken nennen. Ja, das aus dem Religion werden kann, aber nicht muss. Aus dem kann auch was anderes werden, wie zum Beispiel... Science-Fiction-Autor. Ja, ich wollte auch sagen, Star-Wars-Filme, wollte ich auch gerade sagen. Und es kann sein, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass das Bedürfnis ist eindeutig da. Das kann man halt, diese Drangwäsche kann man auch anders haben, ne? Als über so, da brauchst du keinen alten Mann in schwarzen Frauenkleidern für. Sondern das kann man auch anders haben. Aber doch, ich würde dir, das stimmt, mit dieser kleinen Ausnahme würde ich dem also so auch zustimmen. Hast du gut rausgekriegt, Pascal.
Also was ich noch interessant fand, war hier, was er sagt, dass diese Erkenntnisse zwei Grundsätze der meisten etablierten Religionen in Frage stellt. Zum einen die Auffassung, dass der eigene Glaube sich von allen anderen Glaubensrichtungen unterscheidet. Was völlig anderes. Das Christentum ist gar keine Religion, sondern lebendiger Glaube. Ja? Und das stimmt halt nicht. Und dann zum anderen die Vorstellung natürlich, dass eine Religion nur aufgrund außerordentlicher Ereignisse oder tatsächlich existenter übernatürlicher Wesen entsteht. Genau, darum geht es gar nicht, ne? Ob die gibt's oder nicht. Nee. Es geht auch nicht mehr um die Wahrheit der Behauptung. Nee. In dem Moment geht es auch überhaupt nicht mehr darum, dass du die Wahrheit hast, sondern nur darum, dass du einen Satz möglichst absurder Behauptungen hast. Ja, genau. Die aber irgendwie in sich stimmig sind. Müssen die das überhaupt sein? Wahrscheinlich müssen sie noch nicht mal in sich. Ja, ich denke, das müssen sie nicht, aber es könnte, also das Christentum ist ja in sich auch nicht stimmig. Pascal schreibt, wer sich einen bizarren oder zumeist weit hergeholten Glauben zu eigen macht, gibt ein umso glaubhafteres Bekenntnis zu einer Gruppe ab. Und das leuchtet mir ein. Das war's. Also der Schluss ist eigentlich diese zwei Grundsätze, die da erschüttert werden. Und dann eben, dass die Form von religiösem Denken scheint für unser kognitives System der Weg des geringsten Widerstands zu sein. Und deswegen ist es halt schwieriger, ungläubig zu werden. Ja. Aber da kann ich echt nicht mit übereinstimmen. Ich kann ja nur von meinem Leben reden, weil nur das eine Leben lebe ich, ja. Aber also ich würde echt behaupten, für mich ist es nicht vorstellbar, dass die Religion der Weg des geringeren Widerstands sein würde, als nicht die Religion zu haben. Ich finde das so auch schon abwegig, an Gott zu glauben und diese ganzen Sachen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, mein Bauchgefühl sagt, nein, das kann nicht sein, dass Religion, dass erstmal alle Leute religiös sind und dann muss man eine riesen Anstrengung unternehmen, damit man dann wieder davon loskommt. Ich würde sagen, erstmal ist keiner religiös. Man muss die Leute da irgendwie, man muss das halt denen geben oder denen unter Androhung von Strafe oder aus irgendwelchen sozialen Gründen oder überstülpen, damit aufwachsen lassen, damit die das irgendwie glauben. Das wäre mein Gefühl. Ich glaube, du siedelst das höher an, als er meint. Hm. Er meint, wenn ich das richtig verstehe, dass es Ansätze im Menschen gibt, die zum Teil biologisch sein könnten. Ich glaube, es geht im Wesentlichen wieder um diese Mustererkennungssache und teleologisches Denken. Das ist einfach in Kindern. Das ist genau wie Martina eben gesagt hat, kleine Kinder, für die sind alle Dinge sind lebendig, sitzen da und dann kommen irgendwelche, werden die Bälle im Kreis aufgestellt. Die Hörerinnen und Hörer werden das kennen und dann spricht man mit den Bällen und die kommen zum Tee. Und dann haben die alle ein Ziel und die haben alle einen Plan, die Bälle. Ja, ja. Und das ist dann, hast du halt unbelebten Dingen oder Dingen, die nicht bewusst handeln, ein bewusstes Handeln unterstellst. Und das ist einfach biologisch total praktisch. Weil du dann nämlich vorsichtiger wirst und komischen Mustern, die im Fluss passieren, da gehe ich lieber nicht hin. Vielleicht ist das Muster aber nur ein Vogel oder irgendwas. Ja. Vielleicht ist es auch ein Krokodil. Aber Kinder, die sowas spielen, die wissen ja, dass das ein Spiel ist. Die glauben ja nicht, dass sie da dran. Das glaube ich nicht. Also wissen die nicht unbedingt. Das wissen die nicht. Das müssen die sich bewusst machen. Ich meine, wenn du die jetzt da rausholst und sagst, ist das wirklich so? Bist du sicher, dass das wirklich so ist? Dann werden die dir schon sagen, dass das nicht so ist. Aber wenn die da drin sind, sind die da drin. Und ich glaube, aber die sagen doch selber, spiel mit mir. Ich will jetzt, ja, aber du musst, Neffe zum Beispiel sagt, du spielst jetzt den Löwen und ich spiele den. Ja, aber in dem Moment bist du das aber. Und du musst dich aus dieser Ebene des Spiels rausholen mit einer bewussten Anstrengung, um auf der Wahrheit oder wirklichen Ebene, wie man das sagen möchte, anzukommen. Du musst dich da rausholen. Aber du musst dich auch erstmal reinversetzen. Ja, aber das ist aber für kleine Kinder ist einfacher. Aber für uns ist das mittlerweile schwierig, weil wir so zynische Bastarde sind. Die Welt macht uns dazu. So werden wir alle erzogen. Aber ich glaube, von der Natur aus ist es nicht so. Wenn du das alles nicht kennst und du musst nicht morgens um 8 zur Arbeit erscheinen und dein Chef pfeift dich nicht zusammen oder was auch immer, dann wirst du so nicht. Wenn du mit einer kleinen Gruppe von Menschen durchs Land ziehst und das ist alles, was du kennst und du bist von den Naturerscheinungen abhängig, dann siehst du Muster in den Naturerscheinungen, ob die da sind oder ob die da nicht sind. Und dann die Muster fangen dann an, Willen zu haben. Und dann musst du auch diese Geschichten verstehen mit merkwürdigen Sachen. Du musst wissen, wie die Hirsche sind im Frühjahr, obwohl du da vielleicht noch nie gewesen bist. Du musst dir diese Geschichten merken können. Ich glaube, ganz viele Sachen, diese sind, also erstens auf der tieferen Ebene, das ist nicht identisch mit dem, der Pfarrer sagt, wir müssen das machen, deshalb machen wir es. Aber das sind auch alles Sachen, die aus der Urgeschichte oder auch der Evolutionsgeschichte der Menschen rauskommen, diese Anlagen. Aber wir haben ja da auch schon mal drüber gesprochen,
Ich glaube sogar beim letzten Mal. So, warum finden so Menschen so Geschichten so toll, so Mystik so toll, dieses mystische Denken? Das ist ja irgendwie auch schön. Ist es auch. Also man empfindet das als schön, so ähnlich wie Musik. Und das ist für mich jetzt eigentlich die Antwort auf diese Frage. Warum empfindet man das als schöner als dieses rationale Denken, was uns ja dann oft vorgeworfen wird? So, das ist ja alles so rational, das ist ja so kalt, ne, da finde ich es jetzt da so eine, tatsächlich so eine Brücke, weil, dass man das eben, dass einem das einfach natürlich gefällt, wenn man einen Film sieht und da sprechen die Bäume und die Tierchen sprechen und alle, ja, so, das kommt einem ja als albern vor, aber das findet man ja irgendwie schön oder solche Geschichten, wo so fantastische Sachen passieren. Aber wenn ich Quarks und Co. gucke und das erste Mal irgendwas Neues verstehe, macht mir das genauso viel Spaß wie irgendein Disney-Film. Da habe ich genau dieselbe. Ja, aber da macht das Freude, macht aber also, Sinn. Musik du denkst höre, viel zu weit, das ist viel zu weit oben. Du musst in den Keller gehen. Also. Denk mal, die meisten Leute mögen schöne Aussichten. Die mögen auf den Berg steigen, setzen sich da hin, essen ihr Brötchen, gucken runter. Okay, ja, würde ich mich auch dazu zählen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Genau, Ja, ja. Warum sollte man das mögen? Ich kann mich genauso gut in den Keller setzen. So, und das habe ich mich auch mal gefragt. Da saß ich auf einem Steg und dann drehte ich mich rum. Rechts von mir stand ein Baum und ganz oben auf dem Baum saß ein Falke. So, für den Falken macht es enorm viel Sinn, oben zu sitzen. Weil ja, von da aus nämlich sowohl Feinde, die anrücken, als auch mögliche Opfertiere oder Fresstiere oder wie auch immer das heißt, sieht. Das heißt, für einen Falken, der evolutionär so gestrickt ist, dass er am liebsten in den Keller geht, der ist nicht besonders erfolgreich im Leben und wird sich nicht fortpflanzen. Ja. Der Falke, der aber immer den höchsten Punkt sucht, kriegt unglaublich viele Kinder. Ja. Weil er nämlich immer was Essen zu essen hat. So, und so alt sind diese Sachen. Das wird, ich behaupte nicht, dass wir einen gemeinsamen Vorfahren mit Falken haben, aber irgendwelche von unseren Vorfahren hatten mal was davon, dass sie auf hohen Bergen saßen und runterguckten. Mhm, okay. So, und deshalb ist das noch in uns drin. Und ich glaube, so, auf so einer Ebene ist das. Mhm, das glaube ich. Das ist ganz tief unten. Und wir können uns auch dagegen entscheiden. Ich kann sagen, ich gehe in den Keller. Aber es ist schon ein bisschen schade, dass ich nicht auf dem Berg war. Ich glaube, das ist ja, verstehe. Gehst du davon aus, dass das zu hoch aufgehängt und zu bewusst ist. Mhm. Ich glaube, dass, wenn ich Martina richtig verstehe. Ja, so würde ich das aussehen. Der Herr Bouyer, das viel, viel Grundlegenderes. Ja, okay. Wobei die Fähigkeiten, über die er hier spricht, immer noch relevant sind. Zum Beispiel eben, so wie heute ist das ja so komplex, eben in den menschlichen Verbünden zu leben. Da hilft das natürlich, wenn ich schon einübe, mir irgendwie einen Menschen vorzustellen, mit dem ich eine enge Beziehung habe, der gar nicht jetzt hier vor Ort ist, den ich vielleicht auch sogar nie sehe. Ja, ich meine, das ist doch das, was uns, was wir so unglaublich gut können, ist in großen Teams arbeiten. Wir können kooperieren. Das ist das, was uns so weit gebracht hat. Mhm. Wenn jetzt alle Menschen sagen würden, ihr könnt mich mal, ich gehe in den Keller, ich rede nicht mit den anderen, dann hätten wir ja nie Atomkraftwerke gebaut und die Einkommensteuer erfunden. Das heißt, wir wären immer noch total primitiv. Ja. Das wäre wirklich furchtbar. Ja, warum ich mich so ein bisschen dagegen sträube, ist, glaube ich, der Gedanke, es gibt ja immer religiöse Menschen, die sagen dann, ja, Atheisten seid nicht religiös musikalisch. Die sprechen dann einem ab, als Atheist ist man halt nicht empfindsam für schöne Dinge und, ne, und man ist unterkühlt und so weiter. Und ich finde, das schlägt so ein bisschen in diese Richtung. Dann wäre das nach dem Pascal Bouyer so, die Leute, die nicht religiös sind, lassen dann die wunderschöne Anlage zum Religiösen einfach verwelken und verkümmern in sich. Nee, so ist das überhaupt nicht. Das ist, was die sagen, ist eine reine Schutzbehauptung. Die wissen, dass sie Unsinn machen und behaupten dann, es sei irgendwie was ganz Besonderes. Anstatt zu sagen, ja, na gut, ich bin nicht bereit, darüber nachzudenken, was in meinem Leben passiert, sagen sie, ja, it's not a bug, it's a feature. Das ist so großartig, genau, was ich hier mache. Und du kannst das gar nicht. Genau. Also das würde ich, den Schuh würde ich mir nicht anziehen. Da, nee, den ziehe ich mir sagen auch nicht die, an. Sagen die oft genug, aber so, nee, das ist so nicht, Leute. Nee, ich meine auch nicht, dass ich mir den Schuh anziehe, sondern ich meine, dass wenn wir jetzt zum Ziel haben würden, mehr Leute vom Glauben abzubringen oder dass die Gesellschaft sich insgesamt in eine Richtung entwickelt, wo das nicht mehr so eine große Rolle spielt, dann wäre das ja, dass man mit Absicht diese wunderbare Anlage in allen Menschen verkümmern lassen. Das ist nein, so, man kann die ja anders ausgestalten. Oder man schreibt halt Science-Fiction-Filme. Wir haben auch die Anlage, alles zu pimpern, was ich bei drei auf dem Baum ist, das muss ich jetzt auch nicht machen. Ja, oder ich habe auch die Anlage, im Zweifelsfall Konkurrenten totzuschlagen. Das muss ich jetzt auch nicht machen. Ja. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Da bin ich aber froh. Ja, obwohl ich keine Angst vor Gott habe, bringe ich niemanden um. Ne? Ja, ja, das ist... Nee, ich habe gerade überlegt, dass, also ich finde das schon wichtig, also wie gesagt, ein wichtiges Puzzlestück.
darin auch zu verstehen, warum die Leute glauben, weil das bringt einen ja nicht weiter, wenn man sagt, so, die sind einfach zu doof, weil so ist es ja irgendwie nicht. Null. Nee. Ne, so, hey. Und ne, wie in der Aufklärung gesagt wurde, man muss denen doch nur mal sagen, es gibt so einen Unsinn, gibt es nicht, und dann glaubt keiner mehr, und so ist es nun mal aber nicht. Ja, das war damals ja auch total in Ordnung, das erstmal so zu probieren, klar, weil das ja schon sehr lange niemand mehr probiert hatte. Alle, ja, die so ein probiert bisschen haben, hat es ja auch funktioniert. Ja. Hat es auch, ja. Ein bisschen hat es schon funktioniert. Genau, Religion hat, alle Leute reden. Genau, Religion hat abgenommen, Gewalt hat abgenommen, Mord und Totschlag, das hat alles super funktioniert. Aber je mehr man ja auch darüber weiß, jetzt wodurch dieses Denken zustande kommt oder warum überhaupt, ja, Leute so denken oder wie Religion, was ja nochmal was anderes ist, das unterscheidet er ja, mhm, stark. Er sagt ja nur, die Religionen machen sich das zunutze, genau, dass es diese Anlage gibt, und mhm, die benutzen das und noch andere Dinge im Leben der Menschen, um ihr System halt auszugestalten, ne? Wenn man, je mehr man darüber weiß, das ist ja eigentlich unser wissenschaftlicher Ansatz, desto besser kann man es verstehen und desto besser kann man es ja auch bekämpfen. Ja, der Schlüssel des Überwindens liegt da drin. Ja, ja. Der Schlüssel zur Überwindung, das glaube ich auch. Heute kommt die Urmutter zurück. Und zwar möchte ich gerne was erzählen über die Höhle von Lascaux. Wie zu befürchten war, hole ich da mal ein bisschen aus. Die Martina hat ja vor einer Weile schon über Urmütter berichtet. Das waren Abbildungen oder Statuen von Frauen mit zum Teil bis ins Absurde überbetonten Geschlechtsmerkmalen, wenn ich das richtig sehe, die in oder bei steinzeitlichen Siedlungen gefunden wurden und von denen man vermutet, dass die Leute die damals als Machtdemonstration zur Abschreckung oder irgendwie als Kristallisationspunkt für eine Verehrung von Fruchtbarkeit hingemacht haben. Und du hattest mal angeschaut, ob das ein Faktor sein könnte bei der Entstehung von Religionen. Stimmt's? Mhm, richtig. Ist das so grob, ja, aber fair, mhm, zusammengefasst? Wobei das mit der Fruchtbarkeit, soweit ich mich da erinnere, war das so eine Vermutung, das ist so die allgemeine Vermutung. Mhm. Und dass es eher so die neuere Erkenntnis ist, dass es tatsächlich was mit Abschreckung eher zu tun hat. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, weil damals auch. Ich erinnere mich ganz gut. Ne, weil damals als Abschreckungsgeste halt auch von den Frauen die Geschlechtsteile entblößt wurden. Schamweisend war die, ja, die Urmutter. Schamweisende, ja, genau. Urmutter, genau. Ja, ja, ne, eine Demonstration von Stärke. Diese Fruchtbarkeitsgeschichte ist eher sowas, na, man weiß es ja nicht genau, ist ja lange her und so, ne? Und man kann ja nur da drauf zu. Ne, das, ja, es ist auch so arg allgemein. Ja, so, ja, es ist so ähnlich wie zu sagen, ja, es muss mythisch gewesen sein. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, und es ist vielleicht auch aus der heutigen Sicht, während damals halt die Frauen nochmal eine ganz andere Rolle gespielt haben. Wie dem auch sei. Okay, gut. Sonst alles korrekt. Okay, ja, vielen Dank. Ich sitze hier schon gerade, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, die Geschichte, die du erzählt hast, ist mir bei einer Reise wieder eingefallen. Und zwar ist das bei mir so, wenn ich mal Zeit für Ferien habe, aber habe keine Lust, irgendwie was groß zu organisieren und habe auch keinen rechten Plan, was ich machen soll, dann tippe ich mit dem Finger auf eine Frankreich-Karte und fahre dahin. Und das war bis jetzt eigentlich jedes Mal sehr schön. Okay, ich fuschel ein bisschen so, ich lege die Karte so, dass ich mal im Süden ende. Und da, was ich erzählen möchte, ist, habe ich in der Dordogne Urlaub gemacht. Die ist auch bekannt unter dem Namen Périgord. Das ist so ungefähr dieselbe Gegend im Südwesten Frankreichs. Und da gibt's so sanfte Hügel mit Eichenwäldern, die sind erstmal nicht spektakulär, aber diese Hügel sind eingeschnitten von ziemlich steilen Flusstälern und die sind spektakulär. Das sind hauptsächlich die Flüsse Weser und die Dordogne selbst. Und die Flüsse haben da Überhänge und tiefe Höhlen in das, es ist so Karstgestein, das ist total porös und deshalb im Laufe der Zeit tiefe Täler, Höhlen, Überhänge und so weiter und so fort. Ja, das ist wirklich schön. Also da sind Felsformationen, Burgen, historische Dörfer und Städtchen, die sind zum Teil atemberaubend schön. Das sind einige der schönsten Städtchen und Dörfer, die ich je gesehen habe. Cool. Wow. Und zwar jedes einzelne. Irgendwann denkst du so, nach einer Woche denkst du so, ja. Das nutzt sich auch. Okay, wow. Aber das ist, war nicht wirklich beeindruckend. Eine beeindruckende Gegend. Und das fanden die Leute offensichtlich auch schon in vorhistorischen Zeiten. Vorhistorisch heißt?
Also die Geschichte beginnt damit, dass die Leute Sachen aufgeschrieben haben. Sehr gut, okay. Und das ist halt davor gewesen, dass die Leute haben, ja, es gibt keine schriftlichen Zeugnisse. Aha, genau. Oder doch? Naja, während der letzten Kaltzeit, das war also vor 18.000 bis 12.000 Jahren, waren diese Flusstäler sehr beliebt bei den Cro-Magnon-Menschen, die damals da lebten und jagten und umherzogen. Das waren also so Jäger und Sammler, ja, die so im Jahresturnus immer rumgezogen sind und wussten, um diese Jahreszeit kommen immer die Rentiere über diese, hier über in dieser Stelle über den Fluss, wie heißt das Wort, was ich so? Furt? Furt. Über die Furt kommen sie gezogen, da gehen wir da mal lieber hin und so weiter und so fort. Und die Leute lebten damals nicht in Höhlen, das ist wichtig, da legen die Leute Wert drauf, da unten, das sind also keine Höhlenmenschen gewesen, sondern die lebten in Hütten und unter Felsüberhängen, das sind die sogenannten Abrils. Und einer dieser Abrils ist Cro-Magnon selbst, ist da also auch in der Gegend, wo man dann die ersten Skelette der Leute gefunden hat, die man heute als Cro-Magnon-Menschen bezeichnet. Also historisch, also mit den Menschen, die so anatomisch so waren wie wir, die da ihr Ding gemacht haben. Und es war kalt und was macht man, während man eines langen kalten Winters so unter einem Überhang hockt? Nicht, was ihr denkt, Feuer, sondern man macht Kunst. Ah. Und das Bedürfnis ist offensichtlich uralt und deshalb sind viele dieser Avrils und der Höhlen da in der Gegend über und über mit Gemälden vollgemalt und verziert. Und in der Regel sind das Abbildungen von Tieren, so Rentiere, Bisons, Mammuts und so weiter. Das ist total geil. Es gibt eine ganze Höhle voller Mammutdarstellungen. Und die ist so tief, dass man da mit einer Eisenbahn reinfährt, wenn man wow. die besucht. Das war wirklich toll. Also die Leute haben, was ist das? Ein Mammut, ich male es mal. Ja, cool. Mit so bunten Erden, oder? Mit bunten Erden, mit Ocker, mit Eisenoxid und mit so Manganoxid für Schwarz. Cool. Die Farbpalette ist also etwas einseitig, schwarz über rot bis Ocker. Und das waren nicht irgendwie so primitive Stichmännchen, sondern wirklich detaillierte Darstellungen in verschiedenen Stilen. Das fängt mit ganz abstrakten Sachen an oder fast abstrakten Sachen und geht bis zu naturalistischen Darstellungen. Du hast den Eindruck, du hast so einen hübschen Comic vor dir, einen gut gezeichneten Comic. Cool. Und die bringen auch unglaublich viel Dynamik da rein. Also das sind nicht irgendwie irgendwelche Sachen, die da stehen, sondern die springen, kämpfen und so weiter und so fort, wenden sich zu und ab und solche Sachen. Wow. Super, hört sich das an. Und die wichtigste Kulturepoche, das habe ich in einem sehr großen Museum ausführlich gelernt, heißt dort Magdalenia und umfasst ungefähr einen Zeitraum von 18.000 bis 12.000 Jahren vor der Zeitenwende. Also vor 20.000 Jahren fing das an, das war die Jungsteinzeit. Okay. Und die wahrscheinlich bekannteste Höhle, die von den Cro-Magnon-Menschen mit Kunst versehen wurden, ist die Höhle von Lascaux, von der ich jetzt erzählen möchte. Ich fange jetzt endlich mal an zu erzählen, ja. Also diese Höhle liegt am Tal de Vézère in einem bewaldeten Hügel nahe des Städtchens Montignac. Und 1940 ist die von vier Jungs aus dem Ort entdeckt worden. Die waren im Wald unterwegs und da war ein Baum im Sturm umgefallen und das Wurzelwerk hat so eine Grube hinterlassen, ja, in die Wurzel weggekippt ist. Ja. Und der Hund Robot hieß er, ist da reingekrochen und kam dann allein nicht mehr raus. Und dann ist der Junge, der sich für Robot zuständig fühlte, hinterhergekrochen, ist in den Hang abgerutscht und hat sich in der großen Höhle wiedergefunden. Man ist in den Ort gerammt, man hat Lampen geholt, man hat die Höhle erkundet und irgendwann hat man dann nach oben geguckt. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, History. Boah, das muss das cool gewesen sein. Abenteuerlich. Und die Höhle wurde dann, also wir haben sehr schnell gemerkt, dass das was Außergewöhnliches ist. 1948 wurde die Höhle dann für Besucher geöffnet. Dazu hat man den Höhlenboden metertief abgetragen und eine doppelte Schleusenkammer eingebaut. Anfang der 50er Jahre, also so 5-6 Jahre später, gab es dann 1200 Besucher am Tag. Das Höhlenklima war beim Teufel und die Bilder begannen deutlich sichtbar Schaden zu nehmen. Oh. Da musste man erstmal sofort was tun. Also hat man den Boden 5 Meter tief weiter weggegraben und eine riesige Belüftungsanlage installiert. Das half aber alles irgendwie nichts. Es kam also zu starker Schimmelbildung. Weiße Krankheit und grüne Krankheit nennen sie das.
Und 1963 hat man dann die Höhle in dem schlechten Zustand, in dem sie war, für Besucher komplett gesperrt. Und seitdem kommt man nur noch mit Sondergenehmigung und einem sehr guten Grund da rein. Das ist ja krass. Die Bilder werden jetzt vorsichtig ganz langsam restauriert. Der Schimmelbefall wurde aufgehalten, konnte aber bislang nicht rückgängig gemacht werden. Die haben da irgendwie richtig Zeug drauf gesprüht oder was. So krass. Schimmelgift, damit das weggeht, Pilzgift, damit das weggeht. Aber ging nicht weg. Scheiße. Und man kann jetzt schlecht mit dem Schwamm das abkratzen, den Schimmel. Das ist irgendwie keine gute Idee. Oh nein. Ja, genau. Da denkt man auch, Menschen, ich mag euch. Ja gut, aber jetzt haben wir diese Höhle, aber kann keiner rein. Also hat man vor Ort eine pragmatische Lösung gefunden, wie man als Besucher trotzdem einen Eindruck von der Höhlenkunst bekommt. Und wenn man da hinfährt, nach Montignac, dann ist da am Hang, oder im Hang könnte man fast sagen, so ein modernes Besucherzentrum, ist hübsch gemacht, nahe der eigentlichen Höhle. Und dann geht man in der Gruppe mit einem Führer in eine Dunkel, der einem dann so ein bisschen eine Einleitung gibt, was das hier alles ist und wie das so war und zu welcher Zeit, geht man in so eine dunkle Schleusenkammer rein. Dann gleitet so eine Glastür auf und man ist in der Höhle von Lascaux drin. Naja, also in einem Nachbau der Höhle von Lascaux. In einem Nachbau. Was sie gemacht haben, ist wirklich, die haben alle Formen, alle Felsen, alle Bilder in der Originalgröße, das haben sie Laserscannen gemacht und dann ganz detailliert nachgeformt und nachgemalt. Geil. Bisschen wie Matrix. Es ist ein bisschen wie Walt Disney, aber es ist es eigentlich nicht. Man denkt so, wie ist das denn? Das muss ja furchtbar sein, aber es ist es nicht. Der Boden ist etwas glatter als im Original, kannst also bequem durchlaufen. Die Decke ist hoch genug, sodass man bequem da lang gehen kann. Ist ja geil. Und das ist alles sanft beleuchtet und du folgst auch dem Führer von Höhlenabschnitt zu Höhlenabschnitt. Nur der Unterschied ist, da gibt es so Engstellen und an der Engstelle zwischen zwei Felsen ist an der Seite unauffällig eine Glastür angebracht, die dann aufgleitet. Da ist da ein kurzer, rechteckiger Gang, dann wieder eine Glastür und schon bist du in den nächsten Abschnitt gegangen. Alles unpraktisch wird ausgeführt. Wie hinter den Kulissen der Matrix eher. Ja. Also ich habe jetzt hier als Stichwort geschrieben, das war geschmackvoll gemacht. Es war wirklich atmosphärisch und hat viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Cool, das ich hatte kein Problem damit, dass das nicht die echte Höhle war. Also es ist viel wichtiger, dass diese Höhle auch irgendwie bewahrt wird, möglichst gut. Ja. Man müsste die Leute sowieso schon ohrfeigen, dass sie da irgendwie den Boden rausgemacht haben. So, und dann nach der Tour durch die in Anführungsstrichen eigentliche Höhle gibt es dann noch ein Museum. Das ist noch ein deutlich größerer Raum, wo noch eine Kopie der Höhle ausgestellt ist. Dann siehst du so von der Rückseite, dass das so Glasfibermatten sind, die sie dann einfach so da reinstellen. Das ist so wie so quasi eine langsam explodierte Höhle. Ah. Das heißt, du kannst überall bequem und in eigener Geschwindigkeit überall hingehen und dir das alles angucken von allen Seiten. Wow. Die Höhle selbst besteht aus Gängen und damit verbundenen Räumen. Das sind ungefähr insgesamt 250 Meter lang. Die interessantesten Bestandteile sind, sie haben natürlich alle Namen, das ist der Saal der Stiere, das Schiff, die Apsis und der Brunnen. Da erzähle ich jetzt kurz was zu. Ich weiß nicht, vielleicht können wir, es gibt diverse Pläne der Höhle online, vielleicht können wir da irgendwie was in diese Episode einbetten, wenn das technisch möglich Links. Ist. Dann probieren wir das vielleicht mal, damit die Leute ungefähr eine Vorstellung haben, was ich da so erzähle. Ich erzähle jetzt kurz was über die einzelnen Abteilungen. Und zwar, es gibt den Eingangsbereich, der lag früher offensichtlich bei Sonnenuntergang im ganz schwachen Tageslicht. Und der Rest der Höhle war total dunkel. Der Eingang ist aber irgendwann eingestürzt und hat die Höhle auch verschlossen, sodass vor 15.000 Jahren oder wann auch immer, das weiß man nicht genau, man hat ja mittlerweile alles weggebaggert, die Höhle also nicht mehr zugänglich war. Und wir wissen also auch nicht, ob da Wand- oder Deckenbilder waren, weil die mit dem Einsturz der Höhle verschwunden sind. Ja. Und dann, das ist auch, wenn ihr einzelne Bilder von da gesehen habt, dann habt ihr die bestimmt aus dem Saal der Stiere gesehen. Das ist ein großer Raum, der ist ungefähr 9 Meter lang und auch relativ hoch. Der ist bedeckt mit einer dicken Schicht von weißem Kalzit. Das ist offensichtlich das, was übrig bleibt, wenn sehr, sehr lange Wasser darunter läuft. Und auf dem Boden waren so Sinterbecken. Und dieses weiße Kalzit war quasi wie eine Grundierung, auf der man malen konnte. Ah. Das war relativ glatt, das war weiß und sehr fest. Super. Und auf beiden Seiten sind halt große Auerochsen gemalt, die einander anblicken über die Mitte hinweg. Und der größte ist also 5 Meter hoch. Und? Über 5 Meter hoch. Ja. Was
größer ist als ein Auerochse in Natur war. Und er ist begleitet von vielen kleinen Tieren, von Pferden, von sowohl als galoppierende Herde als auch als Pferdekopf. Da gibt es ein Einhorn, ein rotes Rind, das irgendwie wie im Sterben begriffen in die Knie geht. Es gibt eine rote Kuh, die ein Kälbchen dabei hat, ein Hirsch und einen einzigen Bären, den einzigen schwarzen Bären oder überhaupt den einzigen Bären in Lascaux. Und das ist zum größten Teil, sind die voneinander getrennte Bilder, wobei aber einzelne Tiere andere übermalt haben. Aber vom Prinzip ist das anders als in anderen Teilen, waren die voneinander getrennt. Und die stehen da und sind relativ ruhig und stehen da, also es wirkt sehr majestätisch, sehr groß, sehr majestätisch. Die gucken dich nicht an, die sind meistens von der Seite gemalt, aber es ist sehr beeindruckend. Und dieses Einhorn, es gibt so ein paar, was die Franzosen nennen, das mäßig charmant Monster. Das sind also Fabelwesen, das sind Darstellungen von Tieren, die keine Entsprechung in der Tierwelt haben. Ah ja, und davon gibt es mehrere? Davon gibt es mehrere. So, das Einhorn ist ein vage, pferdeähnliches Tier, das so solide, geflügelartige Beine hat, also so Truthahnbeine, ein fleckiges Fell, so ein Leopardenfell, es hat einen dicken Bauch, einen Katzenkopf und das weiß man nicht genau, es ist wieder ein langes, dickes Horn oder zwei schlanke Hörner, weil das so, die Spitze ist so ein bisschen abgebröckelt. Das heißt, man weiß nicht, ob das da nochmal zusammengeht oder nicht. Das ist ja lustig. Von diesem Saal der Stiere geht also geradeaus ein immer enger werdender Schlauch weiter. Den haben sie aus irgendwelchen Gründen Seitengang genannt. Na gut, axialer Seitengang mit Rindern, mit Pferden, Hirschen, mit Steinböcken. Die haben auch eine 2,5 Meter hohe Decke vollgemalt. Das heißt, die mussten das schon irgendwie wollen. Die mussten da irgendwas reinschleppen, um sich draufzustellen, ne? Es gibt eine Prozession von Pferden auf der rechten Wand und da springt eine Kuh drüber weg. Warum sie das macht, weiß ich nicht. Da ist auch noch ein Monster mit einem langen Hals. Das wirkt wie eine Kreuzung aus Pferd und Giraffe. Und was man da auch das erste Mal sieht in der Höhle sind, ich sag mal nicht Symbole, ich sag mal abstrakte Zeichen, weil Symbole einen inhaltlichen Gehalt voraussetzen würde. Da sind also Striche, Punkte in Reihen, Reihen von Doppelpunkten. Es gibt rechteckige Muster, also einfach Quadrate gemalt. Es gibt so eine Art so Gitter, also Quadrat an Quadrat an Quadrat an Quadrat. Es gibt so kammartige Muster, mal sind sie bunt, mal sind sie einfach nur mit schwarzem Pigment gemacht. Eine Kuh springt auch auf so ein großes Muster zu. Und ganz interessant ist, dass sich diese Muster in dieser Form auch in anderen Höhlen in diesem Kulturraum Magdalena Kulturraum gefunden worden sind, zum Teil bis nach Spanien rein. Ach. Das heißt, sie müssen es irgendwie geschafft haben, diese Formen zu kommunizieren. Das war also nicht willkürlich. Und im Gegensatz zu dem Saal von eben sind hier die Darstellungen nicht einheitlich und auch nicht vollständig. Also nicht alle Tiere sind vollständig. Die Tiere laufen durcheinander. Es ist alles sehr dynamisch. Und am Ende des Ganges ist ein Pferd kopfüber um einen Felspfeiler herum gemalt. So, na gut, wenn man jetzt wieder zurück in dem Saal ist und man guckt vom Höhleneingang raus, da dann hinein, weiter in die Höhle und man biegt rechts ab, wenn sind wir geradeaus gegangen, biegen wir rechts ab, dann kommt eine kurze Passage, da gibt's aber keine Darstellung, weil da der Luftzug stark war, dass man davon ausgeht, im Laufe von 20.000 Jahren sorgt der Luftzug dafür, dass da nichts mehr übrig ist. Ah. Aber dann kommt man in den Bereich, aber ist interessant, das nennt man das Schiff. Und das ist so eine Erweiterung, eine Verlängerung. Und Schiff ist jetzt analog gemeint von einem Kirchenschiff, weil die Form so ungefähr hinkommt. Auch alles wieder voller bunter Abstrakter und Muster. Pferde und Steinböcke. Eine schwarze Kuh steht auf mehrfarbigen Quadraten und ist dann vom Pferden überdeckt. Und es gibt eine Reihe von Hirschen mit hochgereckten Köpfen, die so aussehen, als ob sie schwimmen. So, dieses Schiff wird enger und geht über in einen Gang, der immer enger und niedriger wird und mit Gruppen von Raubkatzen bemalt worden ist. Viele davon sind von Pfeilen durchbohrt. Dann gibt es auch andere Tiere, Pfeile, Symbolzeichen und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, in diesem Gang, der eigentlich gar nicht besonders bemerkenswert ist, ist in der Mitte eine 6 Meter tiefe Felsspalte.
Die Leute haben auf der anderen Seite weitergemalt. Das heißt, die müssen irgendwie mühevoll diese Spalte überwinden, um auf der anderen Seite hinzukommen. Mhm. Und das endet dann mit einer Reihe von 3 Doppelpunkten und danach ist die Höhle so eng, dass niemand weiß, was dahinter ist. So, und rechts von diesem großen Schiff geht ein irgendwie halbrunder Raum weiter. Das ist so, die nennen sie die Apsis und es ist in der Tat die Form einer Apsis in der Kirche hat, also so kapellenartig, ja? Ja. Oder man könnte auch sagen, das Viertel einer Kugel. Was geht da rechts weg? Und das ist übersät mit 2000 Tierdarstellungen, die in die Decken und Wände geritzt worden sind. Und zwar sind die ganz chaotisch, also in meinen Augen, durch und übereinander in wirren Lagen geritzt worden. Das Ganze macht einen enormen, extrem dynamischen Eigendruck, als ob es alles wild hin und her zuckt. Sehr cool. Und da ist dann unter anderem auch das einzige Rentier dabei. Was es in der Höhle gibt. Was ganz interessant ist, denn dass Rentiere waren das Hauptnahrungsmittel, was sie hauptsächlich gejagt haben. Ach so. Und auch da war die Deckenhöhe, ich sag das immer dazu, war damals 2,70 Meter in dieser Apsis. Das heißt, man muss das wirklich wollen, dass man da was hinkratzt, mühevoll. So, und am Ende dieser Apsis, wo die Kapelle zu Ende ist, gibt es einen Schacht, den Brunnen, der ist ungefähr 8 Meter tief, geht steil runter, unter das Niveau der restlichen Höhle. Und im Laufe der Zeit hat sich da damals auch schon so viel CO2 angesammelt in diesem tiefen Bereich, dass man, wenn man da länger bleibt, bewusstlos wird. Ach, wie krass. Auf halber Höhe, ungefähr 4 Meter unter dem überhängenden Rand des Eingangs zu diesem Schacht, ist die einzige Darstellung eines Menschen in dieser Höhle. In dem Schacht, in dem man ohnmächtig wird. In dem Schacht, in dem man ohnmächtig wird und in dem man eigentlich auch nicht hinkommt. Und da ist ein Mann mit Strichmännchenarmen mit je 4 Fingern. Muss ich mal gucken, dass ich ein Bild davon finde. Es ist auch viel primitiver gemalt als alle anderen Bilder in der Höhle. Der hat einen Vogelkopf und eine wirklich amtliche Erektion. Und sieht irgendwie so aus, als ob er steif nach hinten wegkippt. Aha. Und vor ihm steht kampfbereit wirkend ein Bison mit aufgestellter Miene und erhobenem Schwanz, auf dem eine Art Lanze oder Harpune liegt und aus dem Bauch des Bisons quellen Eingeweide raus. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, die Frage sich erweckt, wirft das Bison den Mann um? So ein bisschen so sieht das aus. Mhm. Und unter oder vor dem Mann steht oder liegt ein senkrechter Stock, auf dem Vogel sitzt. Und daneben liegt so eine Art Pfeil oder ein kurzer Speer mit Querstreben, die ich bei einem Speer da nicht unbedingt vermuten würde, aber was auch immer. Und hinter dem Mann gibt es noch eine Reihe von Doppelpunkten, die zu einem Nashorn, dem einzigen Nashorn in der Höhle führen, das den Mann aber weitgehend ignoriert. Das ist ja krass. So, und also okay, das ist die Höhle, ja? Eine Übersicht, wie es da aussieht. Und wann und zu welchem Zeitpunkt, in welchem Zeitraum ist die so entstanden? Die übliche Einordnung ist, dass man sagt, die Malereien sind zwischen 17.000 und 19.000 Jahre alt. Boah. Es gibt aber mittlerweile neue Funde, die an der Datierung Zweifel aufkommen lassen und sagen, wahrscheinlich ist das ja 38.000 bis 20.000 Jahre alt. Wahnsinn. Und die Bemalungen da sind angebracht worden über einen Zeitraum von mindestens 500 Jahren hinweg. Das wären also damals ungefähr 25 Generationen von Menschen. Mhm. Aber es ist auch gut, das ist also eine Untergrenze, auf die sie gekommen sind. Es kann auch sein, dass es über Jahrtausende weg immer wieder benutzt worden ist. Mhm. Ja, mit welchen Mitteln, habe ich vorhin schon gesagt, für mineralische Pigmente, was halt heißt, die üblichen auf Carbonzerfall angewiesenen Datierungsmethoden alle nicht funktionieren. Oh. C14 funktioniert nicht, weil es ist halt nicht organisch. Und das haben die mit Pinseln aufgebracht oder mit Blasrohren aus hohlen Knochen, dass sie die Pigmente pulverisiert haben und dann so an die Wand gesprüht haben. Das waren gar keine nassen Farben, sondern so Pulverfarben. So habe ich das verstanden. Ist ja toll. Und der Zugang war damals zu der Höhle sehr schwierig. Im Moment kann man da sehr bequem reingehen. Aber die war zum Teil so flach, dass man also flach auf dem Rücken liegend
malen musste, flach auf dem Rücken, weil es einfach die ersten Leute, die die Höhle untersucht haben, haben die dann mühsam abgepaust, flach auf dem Rücken liegend. Das heißt, du musst also riesige Tiere an die Decke malen, die du als Besucher in Anführungsstrichen damals gar nicht übersehen konntest. Krass. Weil du nie in der Position warst, die wirklich zu sehen. Weil du dich da halt drunter durchquetschen mussten. Und dahinter wurde es dann wieder höher. Und du musstest da irgendwie Gerüste aus Holz hinschaffen und hast dann da in hohen Sälen Figuren gemalt oder geritzt. Zum Teil halt Tausende. Das ist ja total spannend. Und wir wissen eigentlich nichts, oder? Es gibt verschiedene Theorien oder Hypothesen, kann ich gleich was zu sagen. Erst noch vielleicht, es gibt neben diesen Bildern noch einzelne archäologische Kleinfunde, wie man so schön sagt. Da gibt es zum Beispiel verschiedene, ich glaube Dutzende, Paletten mit Pigmentresten, die Leute benutzt haben. Es gibt im Brunnen eine Talglampe, also so eine, ich glaube aus Stein, so eine kleine Lampe mit einer kleinen Mulde, wo man so Hirschtalg reingetan hatte und dann eine relativ flache, lange Gegend, wo man so einen Docht hingelegt hat aus aus irgendwelchen Pflanzen. Und wenn man das anzündete, brannte das eine Weile. Diese Talglampe war sehr aufgeregt, weil die mit ähnlichen abstrakten Mustern verziert war, wie die, die man da immer mal wieder zwischen den Tieren findet. Ja. Und dann hast du so Reste von Picknicks gefunden, Faustkeile mit Pigmentresten, die sie so irgendwie von größeren Steinen abgekratzt haben. Zum Teil lag das unter dem Schutt des Eingangs und war möglicherweise weggeworfen. Es gibt aber auch mindestens eine Lampe und eine Palette samt Näpfchen und Pigmentresten. Die wurden also weiter in der Passage gefunden auf einem Sims. Die hat da vor 15.000 Jahren jemand hingelegt auf den Feldsims und niemand hat die je weggeräumt. Ja, das war möglicherweise der letzte Mensch, der diese Höhle je betreten hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass die anderen das gesehen haben und gesagt, das lassen wir mal lieber hier stehen. Warum auch immer. Man muss dazu sagen, diese Höhle von Lascaux ist besonders schön, aber nicht einzig. Es gibt also über 150 Höhlen, die bislang entdeckt worden sind in Spanien und Südfrankreich. Das ist der sogenannte franco-kantabrische Kulturraum. diese Höhlen sind mit ähnlichen Mitteln und in einem ähnlichen Stil und auch mit diesen Abstrakta halt bemalt worden. Und wenn ich Symbol sagen würde, dann würde das, ein Symbol verweist ja auf was. Mhm. In diesem Fall weiß man einfach nicht, auf was es verweist. Und ja, jetzt kann man überlegen, was ist die Motivation der Künstler? Da sind also über Jahrhunderte lang, vielleicht auch über Jahrtausende, Generationen von Menschen immer wieder zu dieser Höhle gekommen und haben unter großen Mühen in engen Gängen und großen Räumen, abgeschottet von Tageslicht, zumindest weiter drin, Teile ihrer mageren Ressourcen geopfert, um aufwendig Kunst zu schaffen. Die Frage, die da aufkommt, ist, warum? Ja. Gibt es natürlich verschiedene Hypothesen, da kann ich jetzt vielleicht jeweils ein paar Sätze zu sagen. Die älteste Hypothese ist auch die so ein bisschen, es geht um Jagdmagie. Diese Darstellungen sind irgendwie wichtiger Teil von Jagdmagie und samt Darstellung, samt des richtigen Ritus vernünftig ausgeführt, soll dafür sorgen, dass das Jagdglück kommt und Unglücke verhütet werden bei der Jagd. Das kann man ausführlich diskutieren. Das ist die Frage, was die Aussagekraft von sowas ist. Aber die Idee ist dann natürlich, dass man in dieser Höhle auch häufig gejagte Tiere darstellt, die dann auch oft mit Pfeilen versehen sind, also so Pfeil- und Bogenpfeilen, nicht Hinweispfeile. Die Idee ist, dass man die Tiere dann irgendwie in der Geisterwelt, in der Höhle schon symbolisch erlegt, sodass sie in der körperlichen Welt keinen Widerstand mehr leisten. Nur das Problem, zumindest in unserer Höhle hier, ist, dass die meistgejagten Tiere in der Region von Menschen Rentiere waren. Und es gibt aber überhaupt nur ein Rentier in der Höhle. Okay. Unter Tausenden von Bildern. Und nur ganz wenige der üblichen Beutetiere sind hier mit symbolischen Pfeilen oder Speeren bemalt worden, dass die halt irgendwie schon in der Höhle, in der Geisterwelt geschlachtet worden sind. Aber ganz interessant ist, die Raubkatzen haben fast alle Pfeile. Ah ja, krass. Warum? Weiß ich nicht.
Dann hat man sich also überlegt, ja, das mit der Jagdmagie, das war es vielleicht nicht so recht. Das war so die These, die so um den Zweiten Weltkrieg beliebt war. Und danach hat man sich was anderes überlegt und sagte, ja, vielleicht ist das ja sowas Schamanisches. Und Schamanen gibt es ja angeblich noch, weiß ich nicht, in Sibirien. Ach. Und die sagen, Schamanen können in Trance in eine Geistwelt vordringen und vermitteln dann zwischen Geistern und Menschen. Und dann denkt man, mein erster Gedanke ist so, und ihr geht davon aus, dass sich da in 18.000 Jahren nichts verändert hat. Dann sagen die, ja Oliver, du wirst kaum glauben, darüber haben wir auch schon nachgedacht. Und sagen, dass diese Trancezustände in der Hirnphysiologie der Menschen verankert sind. Das heißt, sie sind nicht kulturabhängig. Ach so. Das wenn das heute funktioniert, stehen die Chancen gut, dass das damals auch funktioniert hat. Ah. Und da gibt es offensichtlich so drei Stufen der Trance, die Leute da isoliert haben. In der ersten Stufe bildeten sich bei geschlossenen Augen aus dem Rauschen, das man dann so sieht, weil die Sensoreingaben fehlen, Formen, die dann den abstrakten Symbolen in der Höhle ähneln, überraschend ähneln. Ah. So, man kann sich dem annähern, ohne jetzt in Trance zu geraten, wenn man die Augen schließt und trotzdem weiter guckt und dann sozusagen die Innenseite seiner Augen, die da anschaut. Dann bilden sich da komische Flecken, die nach oben und unten wandern und manche fangen an zu zucken und so weiter und so fort. So, ihr dürft jetzt wieder... Ich brauche mehr Toast. Ja. Du brauchst mehr Dunkelheit, man muss es dunkler machen. Vielleicht funktioniert es. Wir haben hier aber, wir gucken ja alle drei die große Lampe über Tils Tisch an. Vielleicht funktioniert es dann nicht so gut. In der zweiten Stufe sagen die Leute, die sich mit sowas auskennen, rastet das Hirn irgendwie anders ein und interpretiert die Formen dann als zum Beispiel als Tiere. Wenn man viel, wir würden vielleicht was anderes sehen, aber wenn man viel mit Tieren zu tun hat, weil das das Einzige ist, was es da gibt, wo du wohnst, ja, siehst du dann halt in diesen Mustern Tiere. Und das erklärt dann vielleicht auch diese Monster wie das Einhorn, dass dann da halt Tiere sind, die eigentlich gibt's ja gar nicht. Stufe 3 sagen die, man versinkt komplett in der Halluzination. Das ist für uns nicht weiter interessant. So, also als man darauf kam und diese Analogie zu den sibirischen Schamanen gezogen hatte, erhob sich große Aufregung in der Wissenschaftlergemeinde, weil diese Hypothese gute Erklärung für Art und Anordnung der Bilder in der Höhle ergibt. Aber dann hat man sich die Experimente, die die Leute gemacht haben, nochmal genauer angeguckt und festgestellt, dass diese drei Stufen dieser Trance-Zustand nur so auftreten, wenn man LSD konsumiert. Und sonst nicht so. Und jetzt ist natürlich nicht davon auszugehen, dass unsere Steinzeitfreunde dieses synthetische Halluzinogen besitzen. Gut, dann war das also auch nichts. Dann stellt man sich die Frage, könnte das Ganze einfach irgendwie eine kulturelle Klammer gewesen sein, um durch diese Art der, das, durch die Art der Malerei eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe signalisiert worden ist. So, wir sind der Clan des Stieres und wir sind der Stamm der Wildkatze und sowas. Aber das funktioniert auch nicht so richtig. Man müsste sich fragen, wem gegenüber wurde denn diese Einheit hergestellt? Das war extrem dünn besiedelt. Und dazu kam, das waren halt auch nicht Sachen, die man an eine Stelle gemacht hat, die gut zugänglich war, sodass sie jeder sieht. Es gibt kennt ihr das in Wiltshire in England, diese riesigen weißen Pferde, die aus den Hügeln gekratzt worden sind? Nee, kenne ich nicht. Da gibt es große Figuren, die offensichtlich auch steinzeitlichen Ursprungs sind. Und dann haben die Leute halt gesagt, so, wir machen jetzt mal ein großes Pferd. Und das ist ein Kreidehügel, das sind mit Gras überwachsen, du machst das Gras ab, dann leuchtet es weiß. Ah ja. Und da gibt es halt verschiedene Figuren. So, da kann man sich vorstellen, okay, wir sind der Clan des Pferdes, boom. Chaka, check this out. Ja. Aber in so einer Höhle, wo es dunkel ist und wo man nicht hinkommt, macht das nur begrenzt Sinn. Und wo man auch so viel Mühe sich geben muss, entweder kriechen oder irgendwas klettern und so. Ja, da ist wieder dann die nächste Idee, die da so ein bisschen hinspielt, ist möglicherweise war das Ganze der Ort eines Initiationsritus. Diese bemalten Höhlen in der Region haben offensichtlich einen relativ großen Raum im Eingangsbereich typischerweise und dann so ein enges Labyrinth. Und dann könnte vorne der Stamm warten und die jungen Leute, die dann da erwachsen werden, diese Initiation machen sollen, müssen dann irgendwie da in diesem Labyrinth
isoliert werden und im Dunkeln, was auch immer sie da so machen. Ja. Beten oder so, singen. Und was malen. Oder irgendwas malen. In einigen Höhlen wurden dann Fußabdrücke gefunden, hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen, sodass die Wissenschaftler sehr, sehr aufgeregt wurden, weil sie dachten, jetzt hätten sie es. Und dann haben sie gesagt, boom, wir haben eine Idee, wir holen afrikanische Fährtenleser, die sowas quasi in Anführungsstrichen beruflich machen, die wissen, was sie da, sie sind nicht einfach nur irgendwelche, ja, Historiker sind es nicht, irgendwelche Archäologen, die zufällig, oh, guck mal, wir haben Füße gefunden, sondern Leute, die da beruflich Fährten lesen. Und die sagen ja, guck mal, das sind ganz offensichtlich Lehmsammler gewesen, die sind in die Höhle gegangen, um Lehm zu holen. Ach. Die waren auf dem Rückweg immer tiefer als auf dem Hinweg und so weiter und so fort. Ja, das war dann auch nicht richtig, war auch nicht so gut. Dann macht man sich natürlich extreme Gedanken über diese Szene im Brunnen. Stellt sich jetzt die Frage, ist dieser Mann mit dem Vogelkopf, dieses strichmännchenartige Mann mit dem Vogelkopf, vielleicht ein Schamane mit einer Tiermaske, der also eine Vogelmaske aufgezogen hat, der hier... Oder das Letzte, was man unter CO2-Halluzinationen noch hinkriegt. Oder das, und der deshalb da in Trance fällt und stocksteif da liegt. Der Vogelstab, der so aussieht, als ob er im Boden steckt und als ob da ein Vogel drauf sitzt, ist vielleicht kein Vogelstab, sondern das soll so eine Speerschleuder sein. Man hatte also, weißt du, dass man, gab es damals, dass man so einen kurzen Speer hatte und weil man den aber nicht so richtig feste werfen konnte, hat man sich so einen Schleuder gemacht, sodass man quasi den Arm verlängert hat, mit dem man geworfen hat. Dann konnte man schneller und kraftvoller werfen. Aha. Hat dann vielleicht der Mann gegen das Bison gekämpft? Und dann das Nashorn, was hier rausläuft, und eigentlich die anderen ignoriert, hat das Nashorn vielleicht das Bison verletzt und den Mann umgeworfen und läuft dann jetzt weg? Ist das Ganze vielleicht Teil eines Ursprungsmythos? Da, ich meine, da sind die Elemente Sex, Kampf und Tod sind da drin und das ist ja schon mal gut für jeden Mythos, den man so anfangen möchte, ne? Ich glaube, es läuft darauf hinaus. Ohne Kontext können wir das nicht verstehen. Und die einzigen, die den Kontext kannten, waren die Cro-Magnon-Menschen. Die können wir halt nicht mehr fragen. Man kann aber schon ein paar Experimente machen. Die anderen Sachen so, also vage könnte doch sein, das. Und dann passt es halt oder passt es nicht. Aber du kannst zum Beispiel in den Höhlen akustische Analysen machen zur Reflexion von Schallwellen. Das kann man halt einfach messen. Und es stellt sich raus, es gibt also Leute, die das machen, die gehen in so Höhlen und messen die Reflexionen und die sagen, okay, Orte mit Wandkunst in Höhlen oder auch unter diesen bestimmten Felsüberhängen haben bestimmte Klangqualitäten. Das heißt, die haben insbesondere ein auffällig lautes und klares Echo. Ach. Und in Lascaux und auch in ein paar anderen Höhlen ist es sogar so, dass die jeweils dargestellten Motive von der Klangeigenschaften des Ortes abhängig sind. Pferde und Bisons zum Beispiel sind an Orten mit einer bestimmten besseren Akustik, während die Wildkatzen gerne in Orten untergebracht worden sind, wo es kaum ein Echo gibt. Mhm. Und im Gegensatz zu anderen Interpretationen, siehe oben, kann man das halt testen. Du kannst Blindversuche in der Höhle machen, also soweit man das halt objektiv kann. Du kannst dir die Augen zumachen, dann führt dich jemand in die Höhle, du hörst dir die Akustik an und sagst, was da jetzt sein müsste. Ist ja supergeil. Und dann machst du die Augen auf und dann kommen offensichtlich, sagen die, tatsächlich oft die entsprechenden Bilder zum Vorschein, also signifikant oft. Geil. Man muss sagen, nicht alle Höhlen mit besonderer Akustik sind bemalt, aber die bemalten Höhlen, soweit die noch im natürlichen Zustand sind, haben diese Kennzeichen. Ist ja toll. Und dann gibt es noch was. Es gibt, da sind die Leute draufgekommen. Es gibt eine Höhle in Spanien, da gibt es die Darstellung des Mondes während einer partiellen Mondfinsternis. Darum sind Punkte, also wahrscheinlich Sterne. Und jetzt bietet es sich auch an, in Lascaux mal nach verschlüsselten Referenzen auf den Nachthimmel zu suchen. Und das kann man sich vorstellen. Das geht dann irgendwann vage in Richtung Astrologie. Das heißt, auch da sind sehr viele Leute sehr aufgeregt. Ja. Es gibt einen Stier, über dem 6 Punkte abgebildet sind. Es gibt eine Kuh, die sich dann unten ins Bild drängt. Das ist so ein Bild, was beschrieben wird. Und dann sagen die, oh, das könnte doch das Sternbild Stier sein, samt der Plejaden.
Und die Kuh mit den halbkreisförmig gebogenen Hörnern habe ich geschrieben, das ist ja ganz hübsch. Die Kuh mit den halbkreisförmig gebogenen Hörnern ist dann symbolisch für die Mondfinsternis. Ah, ja. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass die Malerei primitive Formen des Tierkreises zeigt, der mit dem modernen Tierkreiszeichen nicht völlig zur Deckung zu bringen ist. Ich halte das für bis jetzt am die dünnste Idee. Was sie machen, ist halt die Projektion von heutigen Himmelsdeuterei und heutige Ästhetik auf Jungsteinzeitleute zu projizieren. So, ja, man damals schon Tiere da gesehen hat in den Sternen. Ne? Man weiß es halt nicht. Und auch ein Stier im Sternbild des Stiers. Ha, ha, ha. So, aber was Fakt ist, dass diese Eingänge in den bemalten Höhlen oft auf besonderen Sonnenstand ausgerichtet sind. Das heißt, also die haben die Höhlen dann gewählt. In Lascaux ist es zum Beispiel so, dass der Saal der Stiere im Moment des Sonnenuntergangs am Tag der Sommersonnenwende besonders viel Licht bekommt. Das heißt, die Menschen konnten, sagt man, zu dieser Zeit im Saal der Stiere ungefähr jeden Tag um diese Zeit eine Stunde lang ohne künstliche Beleuchtung arbeiten, mit Mondlicht sogar noch ein bisschen länger. Ah ja. Und das kann man sich vorstellen, dass das da eine Rolle spielt. Durch alle Kulturen, die wir kennen, sind die Sonnenwendtage von besonderer Bedeutung. Wir feiern ja jetzt demnächst auch wieder ein. So, ja, ich habe da auch gestanden und wie immer kann ich mich nicht zurückhalten und auch eine eigene Idee mit ins Spiel zu bringen. Und zwar hat mir besonders zu denken gegeben, die Form und Konfiguration von Apsis und Brunnen samt der CO2-Atmosphäre da unten. Und dieses Bild von dem Männchen, wenn man sich das anguckt vor Ort, ich finde das wirklich sehr, sehr interessant. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man sich also das vor Ort anguckt, die Form von Apsis und Brunnen, dann könnte man mit etwas Fantasie feststellen, dass sie verdächtig wie eine riesige Mumu wirken. Und gerade das ist der Bereich, wo die Frequenz der eingeritzten, nicht mehr sorgfältig gemalt, sondern eingeritzten Abbildungen enorm ansteigt. Es gibt also diese 2000 Risszeichnungen übereinander, durcheinander, chaotisch und in heller Aufregung. So, und wenn man jetzt in den Brunnen gerät, dann wird man völlig konfus, man gerät in Trance und wird schließlich bewusstlos. Ja? Und gerade an diese Stelle ist an diese rätselhafte Szene mit dem Urvater gemalt. Also stellt sich die Frage, ob das dieser Brunnen möglicherweise irgendwie ein feminin Allerheiligstes ist. Möglicherweise wird ja hier im ganz tiefen Schoß der Erde das weibliche Prinzip und die Fruchtbarkeit verehrt. Dann wäre die ganze Höhle von Lascaux eine einzige riesige Urmutter. So. Ah, ja, das finde ich einen schönen Gedanken. Ich weiß es nicht. Es ist eine Idee, die genauso funktioniert wie alle anderen. Du hast nur sehr begrenzte Art von Daten. Du hast überhaupt keinen Kontext. Also was passt, passt halt. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach so eine Tradition ist, wenn die Völker damals so umherwanderten in immer ähnlichen Kreisen, dass sie halt dann und dann im Winter an dieser Höhle Pause machen und dann haben die irgendwie so ein gemeinsames Kunstwerk und dann vergrößert sich das und dann ziehen sie wieder weiter und dann nächstes Jahr zur selben Jahreszeit kommen die wieder dahin und basteln daran weiter. Wie so ein großes, einfach so eine Tradition, wie wir irgendwie immer zu Weihnachten Kerzen oder einen Baum in die Wohnung stellen, sowas Schwachsinniges. Da würde man wahrscheinlich in 20.000 Jahren sich auch fragen, ey, da haben die diese Bäume sich in die Wohnung geholt. Ja, aber welcher Teil deiner Ressourcen ist denn so ein Baum? Vernachlässigbar. Und wenn du jetzt aber sagst, und die Leute hatten sie offensichtlich einen kleinen Nahrungsmittelüberschuss, sonst hätten sie sich das nicht leisten können, die Sachen anzumalen, weil in der Zeit wären sie am Hunger gestorben. Ja. Aber du machst es trotzdem, und also mit enormem Aufwand, ja, aber die vergleichsweise, ja, aber du machst es an der Stelle, wie man sieht. Ja, aber damals. Ja, dann geht es aber auch nicht kaputt durch die Elemente, dann kannst du nächstes Jahr weitermachen. Und die wollten auch Spaß. Und die ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass das gar nicht so anstrengend war als Jäger und Sammler. Nee, das war ja gar nicht, ja, so ein Stress. Nee, überhaupt nicht. Nee, die hatten ganz viel Freizeit. Das wird ja im Zuge von dieser Arbeitsdiskussion immer gesagt, dass die Jäger und Sammler ganz, ganz viel Freizeit hatten. Und sagen wir mal, dann kommen die mal zu Weihnachten immer in derselben Höhle vorbei in ihrem jährlichen Turnus. Und da haben sie sich das ganze Jahr schon drauf gefreut. Dann können alle weitermalen.
Ja, das ist sozusagen die Nulltheorie. Das heißt, du wirst sagen, jopp, ihr könnt da alle nach irgendwelchen Mustern und Mythen und was auch immer suchen, da sind aber keine. Die wollten einfach Spaß. Die wollten einfach Spaß haben. Gut, dann haben sie den ein bisschen systematisiert mit diesen Klängen und so, klar. Das ist schon interessant, aber ich meine, die waren ja auch nicht dumm. Da haben sie halt das irgendwie genauso schlau wie wir. Ein Ding draus gemacht. Ich würde vermuten, es ist genauso genauso aussagekräftig und wenig aussagekräftig wie die anderen Ideen mit der Jagdmagie. Ich da auch, ja. Und müssen da kann man ja wirklich nur komplett mutmaßen jetzt. Ja, ja, man kann. Aber irgendwie, also was man, glaube ich, auch ist ja immer schwierig zu sagen, weil natürlich immer Menschen, auch junge Menschen, auch Kinder, in so einen kulturellen Kontext eingebettet sind. Aber was ich meine zu beobachten, ist halt, dass dass kleine Kinder eine ganz schnelle Affinität entwickeln, erstens zu Musik und zweitens zum Zeichnen. Selbst wenn keiner in dem Haushalt zeichnet, wollen Kinder mit Stiften alles anmalen. Die wollen irgendwie ihre Umgebung so erforschen oder so. Das scheint irgendwie ein ganz wichtiges Bedürfnis zu sein. Ja, das kenne ich auch. Ne? Ich weiß nicht, woher, oder ich weiß es nicht, kann auch nur vermuten, dass das was damit zu tun hat, dass man selber die Umwelt gestalten kann, dass man die sich zu eigen machen kann. Ich kann das. So, aber das ist was, die greifen zum Stift und malen total gerne. Kinder unter 2 Jahren. Und das andere ist, ein ganz direkter Zugang zu Musik, zu allem, was mit Klang zu tun hat. Die tanzen, das ist ganz wichtig, dass die singen, dass sie irgendwie Geräusche machen. Das ist alles total wichtig für ganz, ganz kleine Kinder. Jetzt sind natürlich auch andere Dinge wichtig, aber mit Sprache zu tun haben und so weiter. Aber das finde ich ganz erstaunlich, dass das eben so, so früh anfängt. Also ohne damit kann man das nicht interpretieren, aber dass dieses Bedürfnis, irgendwie was zu hinterlassen oder was sich so auszudrücken auf diese Art und Weise, ist, glaube ich, kein Kulturgut, was erst so mit der Industrialisierung oder meinetwegen seit 2000 Jahren besteht, sondern das ist was so erstmal so eine Anlage ist, wie sich das dann weiterentwickelt, wenn dann viele Leute darauf gucken oder dass das auch eine Wirkung hat, wenn man jetzt in so einem Raum ist, der eine bestimmte Akustik hat, dass man dann so eine Resonanz da empfindet. Also, dass sich das so entwickelt, aber ich habe jetzt auch keine Erklärung für, aber ich finde das jetzt nicht so absonderlich. Und auch diese Neugier, an eine Stelle zu gehen, die einfach besonders ist und das ist nur unseres und das ist vielleicht ein Geheimnis, damit hatten wir es ja eben, dass das so anfängt, aber dann wird da was anderes draus. Offensichtlich wird da was Systematischeres draus, ne? Weil wenn in anderen Höhlen bei ähnlichen Klangeigenschaften die gleichen Tiere sind, dann muss es irgendwie auf jeden Fall irgendwann ein System bekommen haben. Es hat ein System. Und es macht ja auch Eindruck, wenn du davon beeindruckt bist, Oliver, wenn du jetzt da hingehst, wie beeindruckt waren dann die Leute? Ja gut, dein Argument ist ja, da ist vielleicht keiner reingegangen, vielleicht aber auch doch. Und wie beeindruckt war der dann, wenn er da reingegangen ist? Ja. Vielleicht wurden auch Leute reingeführt und so. Guck mal, und die waren dann, glaube ich, schon ziemlich beeindruckt davon. Ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Ich muss auch mal hin. Ja, und das ist nämlich auch das Fazit. Also die Dordogne ist als Reiseziel wirklich empfehlenswert mit ihren Wäldern, Flusstälern und den echt schönen Dörfern und Städten. Und es gibt nicht nur diese eine Höhle. Es gibt also unter jedem Kiesel Urzeitkunst in Höhlen oder unter so etwas geschützt vom Wetter geschützten Felsen. Die Höhle von Lascaux, auch im Nachbau, ist sehenswert und interessant. Und mich hat das, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht gestört, dass man die eigentliche Höhle nicht sehen kann. Ja. Es beruhigt einen eher. Es beruhigt einen, es macht das, um ehrlich zu sein, ein bisschen bequemer. Ja. Ja. Aber auch die anderen Höhlen und Überhänge, die man wirklich auch, es gibt immer nur begrenzte Tickets, die sind da sehr vorsichtig geworden, aber die sind auch sehr schön und interessant, selbst wenn man da nicht rein kann. Ja. Warum die Menschen sich mit wenigen Ressourcen über Jahrhunderte immer wieder diese große Mühe gemacht haben, gerade diese Höhle kunstvoll und mit Leidenschaft auszumalen, ich glaube, ist völlig offen. Ob das Jagdmagie, Akustik, der Abbild des Sternenhimmels, eine Riesenmumu, Schamanismus, das sind alles hilflose Erklärungsversuche von was Unverstandenen. Die Chromanons sind weg. Damit fehlt der Bezugsrahmen. Und jetzt können wir die Darstellung quasi interpretieren. Ja. Wie auch immer. Wenn die einen Symbolgehalt hatten, nicht bloß auch diese Abstrakte, wenn das wirklich einen Symbolgehalt hatte, die Szene im Brunnen hatte bestimmt einen Symbolgehalt, die wussten, was sie meinten. Das ist weg. Das ist nicht mehr da.
Ich würde aber vermuten, dass bei so einem langen Zeitraum von mindestens 500 Jahren, vielleicht sind es auch tausende von Jahren gewesen, dass die Leute daran gearbeitet oder zumindest immer hingegangen sind, gibt es bestimmt mehr als nur eine richtige Deutung. Das heißt, es gibt mehrere Gründe, warum die Leute das gemacht haben, die sich dann über die Zeit geändert haben können. Das heißt, möglicherweise sind die Deutungen der Leute, die sich mit sowas auskennen, irgendwie alle mal korrekt gewesen oder vielleicht auch alle falsch. Aber das stimmt, dass die Bedeutung sich der Höhle über Jahrhunderte vielleicht für die Menschen, die das angefangen haben, eine ganz andere war, als für die, die das 500 Jahre später weitergeführt haben. Ne? Genau. Wussten die gar nicht das meine ich. Von der ursprünglichen. Ja, das ist ein guter Gedanke, ja. Aber es sind doch bestimmt Geschichten, die die sich erzählt haben, die konnten ja auch reden. Oder? Ja, ja, klar. Aber die Geschichten können sich ja völlig geändert. Nee, das ist klar. Aber dass das irgendwie, das ist doch das, was du meinst. Dass diese, dass der Mann da, ne, der von dem Stier vielleicht umgestoßen wird oder was anderes, was auch immer die da machen, dass es dazu, wird es ja wahrscheinlich irgendeine Geschichte geben. Ja. Die die halt kennen. Ja. Die aber nicht mehr nachvollziehbar ist. Nee, nee, ist klar. Oder vielleicht waren es auch 10 verschiedene. Ja, weil es uminterpretiert wurde. Naja. Also Urmütter selbst haben die Cro-Magnon-Leute nicht gemalt, wenn man nicht die Höhle selbst als riesigen Riesenmumu werten mag. aber es gibt ja auch überhaupt nur eine einzige vage menschliche Figur und vielleicht geht die ja mit etwas gutem Willen als Urvater durch. Das ist schon interessant, dass es nur eine einzige menschliche Figur gibt und die auch noch an der Stelle ist, wo man ohnmächtig wird. Und da habe ich gedacht, vielleicht passt dieser Bericht zum Reisebericht so ein bisschen in Martinas Urmütter-Reihe. Darum habe ich dir auch ein Geschenk mitgebracht. Oh, danke schön. Soll ich gleich auspacken? Ja, während der Trommelwirbel läuft. Kamera. Oh, spannend, spannend, spannend. Ich reiß es auf, ne? Ui, und es ist die Venus de l'Espugu. Es ist eine Venus. Ui, ja, vielen Dank. Oh. Es handelt sich um eine Art Urmutter. Mit einem kleinen Kopf, sehr großen Hängebrüsten, einem sehr ausladenden breiten Popo und einer nicht so richtig entblößten Mumu. Oh, verdammt, sie ist nicht schamweisend. Das könnte jetzt doch auf die Fruchtbarkeit hinweisen, die hier im Fokus steht. Auf jeden Fall wird nicht abschreckend hier mit den Genitalien gewedelt oder ähnliches. Das ist eine gemütliche Urmutter. Ja, ist wirklich sehr, sehr gemütlich. Lespug? Oder was? Venus de Lespug. Ja, das ist doch sehr hübsch. Das ist die Nachbarhöhle. Grotte de Rideau. Und da war nämlich doch so eine drin. In der Nachbarhöhle. Wenn ich das richtig gesehen habe, schon, ja. Ja, sonst würde das doch keinen Sinn machen. Aus Ivoire de Mammut. Wow. Da muss man schon viele Kinder kriegen, damit sich der Körper so entwickelt. Also hier steht, das Original ist aus Mammuthorn. Mhm. Und das ist aber eine Kopie. Ach, das ist nur eine Kopie. Steht hier. Ach ja, ist doch wirklich ärgerlich. Ne? Ist nur eine Kopie. 20.000 Jahre alt ist das echt. Ja, vielen Dank. Das wird natürlich einen Ehrenplatz bekommen. Bestimmt, bestimmt. So, Literaturhinweis. Ich habe da so ein Buch gekauft vor Ort von Iris Newton. Das heißt, die Bilderwelt von Lascaux ist im Palm Verlag erschienen. Gab es da natürlich in allen möglichen Sprachen der Welt. Hat ungefähr 120 Seiten und ziemlich viele Bilder. 150 Seiten, Entschuldigung, hat ziemlich viele Bilder. Ist ein cooles kleines Buch. Fertig. Toll. Sehr eindrucksvoller Reisebericht. Und auch sehr interessant. Das ist gemein, ne? Dass man das nicht mehr weiß oder nicht mehr so gut rauskriegt. Das ist schon schade. Ja, man will es so gerne wissen. Aber im Zweifelsfall war es so, wie Till sagt, ja, wir wussten, da haben wir gedacht, was sollen wir denn machen? Ja. Und da haben wir uns jeden Donnerstagabend getroffen und ein bisschen was gemalt und dabei gesoffen. Dagegen spricht schon, dass sich da so Religionen entwickelt haben und so, die werden sich, das bleibt nicht ohne Nachhall, wenn man da reingeht. Nee, Höhle. Das stimmt. Das ist sehr, dass die da so abgeklärt waren, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. So hat es vielleicht angefangen. Einer hat erstmal was reingemalt. Ja, genau. Und dann haben sie es vergessen und hat jemand gefunden und gedacht, wow. Ja, ja. Geil.
Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer und alle anderen, fürs Zuhören. Noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr uns das nächste Mal auch wieder zuhört und wenn ihr uns weiterempfehlt und uns auf iTunes und Spotify tolle Bewertungen gibt. Und am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst auf manglaubtesnicht.wordpress.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.